Right Wing, Raphael Meyer. Rock in the lineup, der Catcher, André Gruber. Und heute der Second Baseman, Martin Liebeselber. Auf wieder der Gesandte, wir zu warten, Ryan Rupp. Vielen Dank, hier seid ihr, Harald Polkner, Walter Strasser, Paul Astl, Markus Schmitz, Christoph Polkner, David Polkmeier, Daniel Schwarz und Florian Wilhelm. Und jetzt die Heimmannschaft, die alles daran setzen werden, die Serie umzudrehen. Danke für Wolfgang Coach, Hiro Zagashi. Als erstes Sieger heute von Second Baseman, Severin Schütt. Der Second Baseman heute, Schütt, der Catcher und zweiter Schlagmann, Schütt. Lauer. Hallo. Simon im Leckfield und als Dritter in der Lineup, Andrew Obertaler. Hallo. First Baseman und Vierter in der Lineup, Felix Zimmerle. Hallo.
Herzlich willkommen zum Game 3 des BLA-Finals hier in Wien. Wir freuen uns, euch begrüßen zu dürfen. Wieder an meiner Seite Fuzzi. Was glaubst du, wie wird heute das erste Spiel ausgehen? Ja, wir werden es sehen. Ich wage jetzt keine Prognosen hier schon. Sobald in der Früh gilt nicht mehr, es ist schon 4. Wir haben ja heute ein Nachmittag- und ein Abendspiel. Wir freuen uns ja drauf. Ja, wir werden sehen. Lefty-Duell, habe ich gehört. Genau, das große Lefty-Duell. Christian Tomzig für die Vienna Wanderers gegen Ryan Rupp von den Adnang Athletics. Ja, ich bin mal gespannt. Zwei Lefties, hart zu schlagen. Ich glaube, da wird nicht viele Runs geben heute im ersten Spiel. Genau, und wir werden jetzt sehr viel diskutieren. Wir werden uns dann gleich in die Kommentatorenbox verziehen. Im Hintergrund wird jetzt gleich aufgewärmt, das ist die Plate Conference. Wir wollten nur kurz auch mal vor der Kamera Hallo sagen. Genau. Dass ihr uns auch noch mal zu Gesicht bekommt, bevor wir wieder verschwinden und nur unsere Stimmen euch wieder in den nächsten Stunden durch die Spiele tragen werden. So ist es. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß und hören uns gleich aus der Kommentatorenbox. Genau. Tschüss. So, jetzt nochmal herzlich willkommen aus der Kommentatorenbox. Wuzi und ich haben uns wieder hier hinbegeben und werden von hier aus wieder alles live und direkt euch kommentieren, was hier auf dem Baseballfeld in der Spähnadelwiese am Wiener Prater passieren wird. Ja, da sind wir wieder. Ja, wir sind wirklich gespannt. Das vielleicht, man fängt ja ganz klassisch normalerweise über das Wetter zum Reden an am Anfang mal, oder bevor man dann so fachsimpel anfängt. Es reißt gerade auf, was uns sehr freut. Es hat den ganzen Tag in Wien ein bisschen geregnet. Ich habe heute Morgen schon ein bisschen hämisch gesagt, ja, wenn man in Adnang Baseball spielt, dann ist das Wetter wunderschön. Kaum spielt man in Wien, weint der Himmel. Da muss ich dazu sagen, in Adnang regnet es eigentlich immer. Das ist völlig richtig. Also ich kann da jetzt nicht mal widersprechen. Das ist ein Wahnsinn, aber das stimmt. Letztes Wochenende fantastisches Wetter. Heute dafür lange bewölkt, vorher geregnet in Wien, aber jetzt passend zur Game Time, alles ready und wir sind gut zu starten. Genau so ist es. So, und es ist jetzt auch wirklich soweit. Der Leadoff-Hitter der Athletics, Felix Wilhelm, steht hier bereits an der Platte und sieht einen, motiviert wie eh und je, Chili. Ja. Er ist da. Genau, Christian Tomzig, ich glaube, Baseball Österreich wusste eh, dass er sich das nicht entgehen lässt. Chili ist hier und startet mit dem ersten Pitch. Ja, Strike, Inside Kante, soweit ich das sehe. Sieht gut aus. Der Stöhner, der Altbekannte, ist auch hier wieder dabei. Alles wie immer, die letzten 15 Jahre hat sich nichts verändert. Genau, wir werden auch dann gleich mal auf die Lineups der Teams eingehen, wenn wir Zeit haben und das einblenden können. Ich würde aber jetzt sagen, wir schauen uns mal das erste Halbinning an und sehen, wie es den Athletics mit dem Chili hier so geht. Ja? Auf jeden Fall. Wie wir vorher schon angekündigt haben, Christian Thoms sich natürlich bekannt als sehr starker Pitcher. Ja, und der Felix klopft gleich mal einen ins Left Field raus. Sehr solider Hit hier von ihm. Gleich am Anfang. Dein Team ist dadurch gleich super pumped.
Ja, schön für ihn. Auf jeden Fall. Guter Start für die Athletics. Liedorf wäre da direkt auf die erste Base gebracht. Für Felix Wilhelm. Ja, schauen wir mal, was die Athletics daraus machen können. Altbekanntes Szenario eigentlich, genau wie wir letztes Wochenende in Attnang im ersten Spiel gestartet sind. Kriegst du schon einen, wie sagt man, ein Déjà-vu? Kein Déjà-vu, heute nicht. Ich bin guter Dinge und ich glaube, die Wanderers, die starten hier. Der Bandversuch. Ich glaube auch. Und wir freuen uns vor allem auf sehr, sehr gute Spiele. Also Martin Libisell hier in der... Ich fange schon wieder mit dem gleichen an, wie letzte Woche, Martin Gruber. Hier mit dem Bandversuch. Also sie versuchen es gleich mal auf die gute, altbewährte Art und Weise, den Better hier oder den Runner hier weiterzubringen. Genau. Genau die richtige Einstellung, den Runner auf die zweite zu bringen. Dann darauf hoffen, dass die starke Lineup der Athletics ihn gleich nach Hause schlagen kann. Naja, der Matti und ich sind ja auch schwer begeistert, dass wir offenbar letzte Woche nicht so viel Blödsinn gesprochen haben, dass wir diese Woche wieder geheiert worden sind. So, der Martin jetzt mit einem hohen Vollband zurück in sein eigenes Dugout. Damit der zweite Bandversuch leider fehlgeschlagen aus seiner Sicht. Ja, was macht man da, Matti? Versucht man sein drittes Mal? Eigentlich muss ja jeder Spieler oder sollte in der Lage sein, einen Band runterzubringen. Das ist richtig, aber mit zwei Strikes natürlich hohes Risiko. Ich glaube, ja, dass er es normal versuchen wird mit Schlagen mit zwei Strikes. Jetzt gleich Foul-Tipp, weg damit und ja, weiter geht's. Das hat der Chili auch zum ersten Mal wirklich angezupft, wie wir immer sagen. Also sehr, sehr schneller Fastball hier. Martin schafft es noch, den Weg zu faulen. Ja, auch ganz stark von ihm mit zwei Strikes so noch zu reagieren. Gegen Christian Tomczyk auch nicht so leicht. Absolut. Aber sieht jetzt hohen Fastball, kein Problem. So, Count ist 1 und 2. Also schon wieder ein spannendes At-Bat direkt im ersten Inning. Ja, Matti, wie viel hat der Chili heuer gespielt eigentlich in der Liga? Jetzt schon eine schwierige Frage, ja, gleich erwischt. Ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, er war bei 3 Doubleheadern mit dabei. Ja, es waren schon mehr. Er war beim Viertelfinale gegen Dornbirn auch mit am Start und natürlich gegen die Metro-Stars. Gegen die Metro-Stars auch. So, der Chili macht's. Und damit hat der Spiel 3 sein erster Out. Erster Out. Pop-Up, kein Problem für einen Pitcher. Normalerweise sagt man ja gut, Pitcher nimmt keine Pop-Ups im Infield, aber der war direkt auf seinen Schädel. Kein Problem. So, Dave Brain versucht es hier besser als Martin Gruber zu machen. Ja, es sollte doch der Runner jetzt zumindest mal auf die zweite Base kommen. Ja, muss er nicht. Also ich bin da. Also ich finde es auch in Ordnung, wenn er das nicht schafft, aber das sehe ich natürlich aus der Wanderers-Perspektive. Und gleich V-Ball von David Brandt. So, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich meine, Christian Tomczyk ist ein starker Pitcher, aber die Athletics haben bereits die ganze Saison und natürlich auch in den letzten, in den ersten beiden Finalspielen gezeigt, dass sie natürlich eine schlagstarke Mannschaft sind. Und ich glaube, die müssen sich nicht verstecken und zeigen hier gleich, dass es nicht so leicht wird. Ja, aber Dave Brandt wird hier vom Spiel direkt mal overpowered mit einem Fastball. Da war er sehr, sehr spät dran. Hat er nicht damit gerechnet. So, jetzt haben wir wieder zwei Strikes gegen den Schlagmann der Athletics. So, ich schätze mal, jetzt kommt ein Curveball. Ah. Mal ein Pickoff. Ja, der Christian ist natürlich auch dafür bekannt, möglichst dem Schlagmann es möglichst schwer zu machen, immer wieder Pickoffs, immer wieder zu variieren mit seinen Pitches. Das macht natürlich auch einen sehr starken Pitcher aus. Spielt er in Amerika regelmäßig? Ja, der Christian spielt sogar in zwei Mannschaften in New York. Er spielt in der Bronx League und ich weiß nicht, noch eine andere Mannschaft direkt in New York. Also er ist da, ich weiß auch nicht, wie er das überhaupt macht. Also der ist, glaube ich, jeden Tag ungefähr auf dem Baseballplatz. Aber ich glaube, das ist eh ein großes Geheimnis. Für Christian gibt es, glaube ich, ein bisschen mehr als 24 Stunden jeden Tag. Ganz herzlich begrüßen wir. Ja, man fragt sich, wie er das unterbringt. Also gebe ich dir völlig recht. Ja. So, 2 und 2, der Count hier für Dave Brandt. Mal sehen, was er macht. Versuche ihn irgendwo durchzustecken. Oh, ja, aber ein guter Pitch vom Chili. Genau, das zweite Aus für die Vienna Wanderers. Strikeout. Und jetzt als nächstes Steven Johnson. Dürfte ein Curveball irgendwo auf der Outside-Kante gewesen sein. Man hat gesehen, Dave Brandt hat nochmal gezuckt und hat nochmal gewartet, aber dann doch zu lange. Hat wahrscheinlich mit einem Fastball gerechnet hier. Ja, der Christian ist wirklich sehr schwer.
gegen ihn zu dominieren. Der wirft die Pitches natürlich ganz genau. Als hoher Flyball in Centerfield. Armin Mani mit dem Catch im Centerfield. So, und damit haben die Wanderers drei aus und damit die Vienna Wanderers gehen in die Offense. Gut, das Angebot das gleiche wie letzte Woche. Wir sind da die zwei Halbwissern, die hier sitzen und labern. Wir würden uns super freuen, wenn ihr auf Facebook mit uns hier mitdiskutiert. Zu Facebook vielleicht, wir sind heute wieder auf Facebook live, haben ursprünglich geplant, das Ganze auf YouTube und Facebook zu machen. Hat jetzt nicht ganz geklappt, ich kenne den genauen Grund nicht. Auf alle Fälle sind wir mit Facebook sehr zufrieden, weil ihr da draußen viel besser damit mit uns interagieren könnt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr hier rege mit uns diskutiert. Wir werden auch darauf eingehen. Genau, also immer, wenn ihr etwas wissen wollt, einfach uns schreiben und in den Kommentaren gehen wir darauf an. Wir checken die Kommentare und ja, ich bin mal gespannt. Wir freuen uns auch einfach auf euren Input. Was glaubt ihr, wie wird das Spiel ausgehen? Worauf kommt es hier an im Game 3? Sind natürlich wichtige Partien dieses Wochenende. Spiel 3 und 4 heute, morgen ist Spiel 5. Theoretisch hat Adnan natürlich direkt die Möglichkeit, heute schon den Sack zuzumachen. Aber ich glaube, das wird natürlich eine schwere Kiste. Ja, ich bin persönlich vor allem sehr gespannt jetzt auf das zweite Spiel, auf das Nachtspiel unter Flutlicht. Die Athletics, soweit ich gesehen habe, auf unseren Social-Media-Kanälen waren sehr, sehr oft jetzt in Wales wirklich trainieren und haben Abendtrainings gemacht die letzten zwei Wochen. Völlig verständlich. Trotzdem ja, ich würde mal behaupten, dass Flutlicht in Wales ein sehr, sehr anderes als hier in Wien, oder Martin? Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du das kennst. In Wales, ich war erst einmal dort bei der U23-Europameisterschaft in diesem Jahr. Hab mir da zumindest mal einen Überblick verschaffen können. Ich schätze auch, dass es einfach generell Flutlicht ist auf jedem Spielfeld anders. Ich glaube, dass es wichtig war für die Athletics, da schon mal ein bisschen Gespür für zu bekommen. Für die Outfielder extrem wichtig. Aber wie du schon sagst, wird dann nochmal eine ganz andere Geschichte sein später im zweiten Spiel hier. Ja, natürlich, es geht auch um die allgemeinen Unterschiede hier zwischen den beiden Feldern. Letzte Woche in Atnang, ich sag mal, ein Feld, auf dem Homeruns relativ viel fallen. Ja, es ist nicht sehr kurz. Wir kennen in Österreich zum Beispiel in Schwarz natürlich kürzere Felder. Es ist trotzdem so, dass gute Schlagmänner durchaus auf den Homerun gehen können. Ist hier in Wien eine ganz andere Geschichte. Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube auch gerade das letzte, der Schlag von Steven Johnson im ersten Inning, wäre vielleicht in Atnang schon über den Zaun gewesen. Hier in Wien. Ist das gefundenes Fressen für die Outfielder. Genau, so ist es. Also für die Schlagmänner super wichtig, hier tief zu bleiben, Line Drives zu schlagen, nicht die hohen Flugbälle, die tiefen zu schlagen. Das führt normalerweise nicht zum Erfolg. Vor allem für die Athletics, weil ja die Wanderers auch das Feld hier kennen wie ihre eigene Westentasche. Ja, auf jeden Fall. Ja, gerade mit Armin Mani und Andrew Oberthaler natürlich zwei ganz, ganz geschulte Männer im Outfield. Und jetzt sehen wir das erste aus für die Athletics. Severin Schütz war am Schlag beim Count von zwei Balls und einem Strike. Hoher Flyball in Centerfield, kein Problem. Und damit der zweite Schlagmann, Chad Lauer. Chad Lauer hat mir vor dem Spiel noch gesagt, seine Familie schaut aus Cleveland, Ohio zu. Er hat mich darum gebeten, seine Familie zu grüßen. Deswegen hier nochmal alles Gute nach Amerika. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Thank you for watching the Lauer family. I hope you're doing well. Und jetzt sehen wir den Chat mit einem Groundball und dem Aus an der ersten Base. Kein Problem für den Shortstop. Ja, Steven Johnson hier hat nicht mal ein entzückendes Auge hier für dieses Play über. In der Zwischenzeit vielleicht, unser Lugi sitzt hier in Atnang und hält sich aus und hört uns zu, wir freuen uns so. Sehr, also erstens mal hallo Lugi. Und er stellt die erste Frage, und zwar ob hier im Red Center Field, da haben wir ein Softballfeld draußen, und er fragt, ob das abgegrenzt ist oder ob das zum Spielfeld hier in Wien gehört. Na, das gehört direkt zum Spielfeld, also ist eine weite Fläche gerade im Right Center Field. Dadurch auch Schläge ins Right Center sind fast schon automatisch ein Inside the Park Home Run, weil es extrem schwer ist fürs Outfield, da die Bälle zeitgerecht wieder rauszufischen und ins Infield zu bringen. Beim Softballfeld werden einfach die Bases rausgenommen und dann wird weitergespielt.
Ja, es ist, glaube ich, auch durchaus schon passiert, dass dieses Centerfield hier auch Spiele tatsächlich entschieden hat. Ja? Wenn man weiß, wie man das richtig spielt oder wenn man es nicht weiß, eigentlich dauert es einfach ewig, bis der Ball wieder drinnen ist. Auf jeden Fall. Und da gibt es Extra Bases. Ja, genau, das ist der Punkt. Extra Bases, da muss natürlich ein Double Cut schnell reagieren und die Infielder schnellstmöglich raus und da die Outfielder unterstützen. Jetzt der dritte Schlagmann der Vienna Wanderers, Andrew Oberthaler, hier im Schlag mit einem 2-2-Count. Und Hit by Pitch. Der erste Runner kommt auf die Base. Ja, wer sich fragt, wir haben noch nicht über die Lineups der beiden Teams gesprochen. Wir machen das in den nächsten Inning-Pausen, in den nächsten beiden. Wir wollen auch hier natürlich während des Spiels nichts unterschlagen. Und es fängt auch schon sehr, sehr spannend an, das Ganze. Also es wäre schade, wenn wir hier eine Einblendung über das Spiel legen würden. Noch ein wenig Geduld in der Zwischenzeit. Es gibt natürlich wieder den Live-Ticker, den ihr über Baseball Austria, über diesen entsprechenden News-Eintag öffnen könnt. Macht sicher Sinn, das nebenbei anzusehen. Wenn wir mal nicht sagen, wer gerade Ed Bett ist, was ganz, ganz selten passieren wird, Matti, oder? Genau, ganz selten. Aber könnt ihr hier trotzdem selbst mitschauen. Genau. So, apropos, der nächste Schlagmann, der hier an der Platte steht, ist Felix Zimmerle, der heute auch in der Defense spielen wird, auf der ersten Base. Nachdem sich der Hiro Sakanashi ja verletzt hat, ist der Felix wieder am Start und nimmt den Platz ein auf der ersten Base. Ja, ich habe gerade, wo du das gesagt hast, zum Hiro rübergeschaut. Er geht zumindest, er ist hier auf Third Base Coach. Geht wieder, sehr, sehr normal. Was glaubst du, gibt es Chancen auf Einsätze? Vielleicht nicht als Pinch Runner, aber Pinch Hitting? Also ich glaube, dieses Wochenende wird er noch komplett außen vor sein. Ich glaube, wenn dann nächstes Wochenende, dass er wieder mit dabei ist. Aber ja, wir werden sehen, was passiert. Ich meine, in wichtigen, kniffligen Situationen kann es natürlich trotzdem, kann sich der Hiro da umentscheiden und sich selber noch ins Spiel bringen. Natürlich ein sehr starker Schlagmann ist. Und er wird sich auch schwer tun, hier in einem Finalspiel draußen zu bleiben. So, ein Foulball Richtung unserer Third Base, unserer Kameramädels. Ich hoffe, denen geht's gut da drüben. Wir haben heute die Third Base Kamera. Das sind unsere beiden super guten Kameramädels eigentlich. Ja. Die Miriam und die Anna stehen da hinten. Und wir hoffen natürlich sehr, dass die nicht von dem Ball getroffen werden. Sehr, sehr unangenehme Stelle eigentlich zu stehen, aber die sind super tapfer. Auf jeden Fall, ja. Danke an die zwei da raus. So, und jetzt haben wir einen Full Count. Mit Runner auf der ersten Base. Ryan Rupp macht sich bereit. Der Pitch kommt. Und Walk. Curveball, der nicht gebrochen ist, oder? Wie hast du es gesehen? Oder war es ein hoher Fastball? Ja, ich weiß nicht. Der ist auf jeden Fall an der Oberkante irgendwo hängen geblieben. Und nicht tief genug für David Grawetkowski hier, der übrigens an der Platte steht. Als Schiedsrichter. Er im Team mit Andreas Pickler auf der First Base, den man im Hintergrund auch ganz leicht an der rechten Kante sieht. Third Base Umpire, der momentan hinter dem Pitcher steht, ist der Ossi. Ossi Jav, genau so ist es. So, und jetzt das erste At-Bat von Christian Tomsich. So, mit Läufer auf erster und zweiter Base und zwei aus, könnten die Wanderers hier natürlich jetzt ordentlich Damage anrichten im ersten Inning. Deswegen auch der erste Mound Visit vom Catcher, der André Gruber spricht, glaube ich, ein paar beruhigende Worte an den Ryan, seine Pitches entspannt zu Ende zu bringen und hier keinen Stress zu machen. Genau, der Ryan Rupp bläst hier gleich mal einen relativ schnellen Fastball inside am Chili vorbei. So, und ein möglicher Double Play Ball brauchen wir aber nicht mehr, weil natürlich schon zwei aus waren. Genau. Steven Johnson steigt hier nur auf die zweite Base. Und auch die Athletics schaffen es, aus dieser Situation hier rauszukommen. Also, gutes erstes Inning. So, und ich darf dich bitten. Genau, so die Lineup der Vienna Wanderers. Nummer 1 schlägt Severin Schütz, der auf der zweiten Base spielt. Dann Nummer 2 Chad Lauer, der Catcher der Wanderers. An Nummer 3 Andrew Oberthaler, der Mann im Left Field. An Nummer 4 Felix Zimmerle, letztes Wochenende nur DH, heute auf der ersten Base. An Nummer 5 Christian Tomsich, Pitcher und nebenberuflich Baseball-Legende. An Nummer 6 Georg Stemmer im Right Field. Nummer 7 Christoph Hoscher, der wieder auf der dritten Base spielt. Nummer 8 Shortstop Benjamin Husti. Und Nummer 9 Centerfielder Armin Mani. Ja, die Änderung vielleicht zur letzten Woche. Also der Felix steht wieder im Feld. Was hat sich geändert an seiner Verletzung? Ist es gut genug für die erste Base oder ist die Verletzung einfach besser? Also sowohl als auch. Also sein Arm fühlt sich besser an. Ich habe am Dienstag und Donnerstag mit ihm gesprochen. Dienstag hat er das erste Mal den Ball wieder in die Hand genommen und locker geworfen, ein paar Bälle genommen. Und er hat ein
eine Art Kompresse am rechten Arm, die seinen Ellenbogen und den Seheneinriss schützen soll. Er sagt, für die erste Base reicht es auf jeden Fall. Er kann normal werfen ohne Schmerzen. Hat sich daran gewöhnt, mit dieser Bandage zu spielen. Und ja, daher natürlich ganz wichtig für die Wanderers, dass er jetzt auch wieder im Feld aktiv werden kann. Ja, und der nächste Wechsel ist natürlich der Start von Christian Tomczyk als Pitcher statt dem Christoph Arnas, der jetzt erstmal auf der Bank Platz genommen hat. Der junge Pitcher, der ist ja erst 17, den werden wir dieses Wochenende sicherlich noch sehen. Aber wenn der Christian da ist, natürlich klar, dass er das Österreicher Spiel bekommt. Und ja, ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Ist natürlich eine sichere Bank und jeder in Österreich kennt ihn auch. Ja, und man hat ja trotzdem dann die besseren Pitcher dann auf der Bank sitzen, die sonst vielleicht starten würden und später im Spiel für Sicherheit sorgen können. Genau, ja. Natürlich wichtig jetzt auch gerade an diesem Wochenende. Das gibt dem Team auch natürlich noch eine gewisse Sicherheit. Der Kader ist tief, es gibt viele Pitcher, die auf der Bank Platz genommen haben und die bereit sind, im Spiel zu kommen und dann ihr Bestes auf den Mount zu geben. Gut, Dave Burns jetzt mittlerweile am Schlag. Ja, letzte Woche mit dem Game Changer hier, der im Rückstand der Grand Slam Home Run von ihm. Ja. Letzte Woche. Großer Anteil sicher am Sieg des zweiten Spiels der Athletics. Das denke ich auch. Das war natürlich ein Game Changer, als er den Ball rausgehämmert hat. Also dafür ist der Dave Burns natürlich auch bekannt. Ich habe noch mit dem Max Wenger, der Pitcher, vom letzten Wochenende gesprochen. Der hat sich noch Gedanken gemacht über den Slider, den er ihm geworfen hat. Er hat auch gesagt, wenn er ihn nochmal faced, kriegt keinen Slider mehr. Ja, nachher ist man immer gescheiter, nicht wahr? Ja, das gehört leider dazu. Nachher kann man sich immer viele Gedanken machen, aber ändert nichts an der Tatsache. Dave Burns ist natürlich ein sehr starker Gegenspieler im Pitcher-Batter-Duell. Das passiert im Besten. Ja, der Max hat es trotzdem dem Dave auch nicht leicht gemacht. Man hat es gesehen an der Reaktion vom Dave, als er über die erste drüber getäppelt ist. Wenn man sich vielleicht auf Facebook steht mittlerweile die Zusammenfassung des Spiels 2. Lukas hat uns das zusammengeschnitten auf einen ca. 15-minütigen Clip. In der Zwischenzeit Dave Burns, looking strikeout hier, oder? Sieht man auch selten, ja. War auch nicht so zufrieden mit dem Call, Outside-Kante, aber der Blade-Umpire called den Strike und damit muss sich der Dave wieder auf die Bank setzen. Genau. So, und während Horst Efferdinger hier sein Bett nimmt und seinen ersten Fastball für einen Ball nimmt, ja, Dave Burns, um das fertig auszuführen, ist ja über die erste Base drüber gehopst wie ein kleines Kind. Sieht man auch selten, er ist, also bei diesem Homerun letzte Woche. Er ist normalerweise ein sehr gefasster Spieler am Feld und eigentlich auch oft der Field ein sehr, naja, ein Mann, der wenig Emotionen zeigt. Da hat er sich nicht zurückhalten können letzte Woche. Ja, ich glaube, das ist auch ganz klar. Das war auch das Signal für sein Team, dass natürlich, da kommen die Emotionen raus und ja, muss man auch in der Situation erstmal den Ball raushauen und Grand Slam. Passiert ja auch nicht alle Tage. So, Ball 3 für Horst Efferdinger hier. Ja, der Chili probiert mit allen Mitteln. Da waren jetzt, glaube ich, 4 verschiedene Pitches dabei. Wie viele hat er überhaupt? Man kann sie nicht mehr zählen, oder? Der Catcher braucht 2 Hände zum Seins geben. Das stimmt. Der Christian ist auch gerade dafür bekannt. In den ersten 2-3 Innings schaut er natürlich, spottet die Zone, macht sich aus, wo er die Strikes bekommt. Das macht es natürlich auch immer brandgefährlich am Start. Aber hier jetzt mit dem Walk für Horst Efferdinger, gut gelaufen für ihn. Hat da keine Balls geschwungen, fälschlicherweise waren ja alles knappe Calls. Ja, man sieht sich das auch natürlich im ersten Inning auch mal an, man weiß nicht, wie sieht die Strikezone des Schiedsrichters im Detail aus. Genau. Der Horst hat hier das bessere Ende gefunden als Chili. So, und jetzt der Raffi Meier, der am letzten Wochenende sich sehr stark präsentiert hat in der Offense. Ja, auch in der Defense. Der hat, ich glaube, die meisten Plays des Tages überhaupt bekommen von allen. Auf jeden Fall. Es waren jetzt keine Highlight-Plays dabei, aber er war super solide. Ja, ganz wichtig im Right Field. Wir haben ja letztes Wochenende darüber geredet, gerade im ersten Spiel. Verdammt viele Bälle ins Right Field. So, jetzt sehen wir hier kein Double Play. Benjamin Husti macht das aus an der zweiten Base. Der Wurf von Severin Schütz ist auf der ersten nicht mehr in Time, aber kann auch von Felix Zimmerle nicht mehr gefangen werden. Damit Raffi Meier auf der ersten Base, aber 2 aus. Ein super Play hier auch vom Benjamin, Backhand. Der Ball vom Raffi war durchaus hart geschlagen, also der kann auch durchgehen. Echt gutes Play. Auf jeden Fall, ja, also generell ein Lefty-Schlagmann, der den Ball mit so viel Power eigentlich in die Oppo-Richtung bringt, ist natürlich
schwer zu nehmen, aber Benjamin Husti zeigt da natürlich auch seine ganze Klasse. Ist ja ein Routinier in der Defense und natürlich auch in der Offense. Absolut. So, André Meyer versucht das gleiche zu machen wie im letzten Inning letzte Woche. Ein harter Schwung von ihm Richtung Leftfield hier. Geht aber foul, down the Leftfield Line. Ja, ja, natürlich schon mal ein Signal für den Leftfielder, da auf der Hut zu sein. Ja, das Feld hier ist doch noch ein ganzes Stück tiefer. Also ich glaube nicht, dass der André hier auf den Homerun geht. Ja. Aber er hat ja nach dem Spiel auch im Interview, wenn man sich ansieht, richtig gesagt, zwei aus, keine Runner. Er hat dann nur gedacht, voll drauf oder Strikeout. Dieses Mal ist es ihm gut aufgegangen. Jetzt wird er wieder ganz anders schlagen. Ja, ja. Eigentlich ein guter Situational-Hitter. Hier schafft er es aber nicht gegen den Chili irgendwas anzurichten. Swing, Strikeout. Genau. Ja, einige Strikeouts hier jetzt schon. Ja, da sieht man schon unser angekündigtes, unsere Vorhersage, dass natürlich knappe Calls werden wird und viele Strikeouts der Pitcher. Ja, und auch diese Woche schalten wir wieder ab und zu in die Werbung. Gönnt uns eine Sprechpause. Seht, es ist schon so viel, viel Spaß. Ja, und das war's schon wieder. So, der Ryan Rupp steht im Ende des zweiten Innings hier am Mount, ist fast bereit. Die ersten drei Batter, die ihm gegenüberstehen werden hier in diesem Inning, sind Georg Stemmer, Christoph Hoscher und Benjamin Husti. Mal sehen, was passiert. Auf jeden Fall. Jetzt drei der nicht so groß gewachsenen Spieler der Vienna Wanderers aneinander weg. Und ich bin mal gespannt, was gerade Georg Stemmer und Christoph Hoscher anrichten können. Das sind natürlich zwei noch sehr junge Spieler, die hier gegen Ryan versuchen werden, auf Base zu kommen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ob es wieder schnelle Defense gibt oder ob die Wanderers gleich schon gerade bei den ersten At-Bats hier was anfangen können. Ja, hast du irgendwas mitbekommen diese Woche? Warst du im Training mit den Jungs gemeinsam? Was spricht man? Plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Gibt es irgendwelche taktischen Änderungen? Wie versuchen die Wanderers hier das bessere Ende zu finden als letzte Woche? Ja, also selbstverständlich war ich im Training und habe mit den Jungs geplaudert. Die waren am Samstag natürlich noch ziemlich erledigt nach dem zweiten Spiel, was so knapp verloren gegangen ist. Haben sich aber im Training schon wieder ganz anders präsentiert. Brust raus, und die wissen ganz genau, das ist halt das nichts verloren. Es sind sieben Spiele, hoffentlich sieben Spiele natürlich in der Finalserie. Das ist nichts verloren, wenn man zwei Partien zurückliegt. Und der Hero hat auch nochmal beide Spiele im On-Demand sich angeschaut vom letzten Wochenende und hat den Jungs Anweisungen gegeben, worauf sie achten müssen, gerade was die Pitcher angeht, der Adnan Athletics. Ja, aber hier jetzt gerade Georg Stemmer mit einem Strikeout konnte die Infos, die er bekommen hat vom Hero, nicht direkt umsetzen. Ja, so leicht ist es nicht wahrscheinlich. Genau, wäre ja auch zu einfach. War auch ein super Pitcher von Ryan, direkt an der unteren Inside-Kante. Fastball? Auf jeden Fall, ja. Ja, genau. Platziert. Darüber hat der Hero auch gesprochen. Ja, jetzt sehen wir einen Schlag. Das war's mit dem Schläger. Ja, der ist hin. Der wird in den Mistkübel wandern. Broken Bat und Flyout zum Second Baseman. Ja, was ich sagen wollte, der Hero hat sich die Pitcher der Athletics genau angeschaut, hat die Zone sich angeschaut, wo die Pitches hinkommen, hat beim Ryan auch gerade dem Team nochmal klar gesagt, dass der Ryan Rupp sehr viel über Inside-Pitches gekommen ist, viele Fastballs in den ersten Innings, und die Jungs sollen halt versuchen, gleich von Anfang an aggressiv bereit zu sein und raufzugehen auf die Fastballs. Jetzt Benjamin Husti mit zwei aus und 1-1 at bat. So, schauen wir mal auf den nächsten Pitch. Aber das dritte aus, kein Problem bei dem Groundball für die Hartnanger Defensive. Und so schnell kann es schon wieder gehen. Ja, war irgendwas wie ein tiefer Changeup oder sowas, auf den er geschwungen hat. War, glaube ich, ein Ball, hat aber angebissen. Ja, und Steven Johnson sagt bei so einem Ball natürlich Danke hier als Shortstop. So, wir sind auch noch immer die Line-Up der Athletics schuldig. Ich hoffe, wir können die dann schnell mal einblenden.
Da ist sie schon, ja. Da ist sie schon, ja. Der Lukas ist super schnell. Ja, wir haben eine sehr, sehr ähnliche Line-Up zur letzten Woche. Wir haben Felix Wilhelm im Left Field als ersten Schlagmann, nach ihm Martin Gruber auf der Third Base, auch das ist gleich Dave Brand im Centerfield. Steven Johnson hier als Shortstop, wie gehabt, als Cleanup-Hitter, nach ihm Dave Burns auf der First Base. Bis hierhin, glaube ich, keine Änderungen zur Vorwoche. Horst Efferdinger als DH, Raffi Meyer im Redfield, André Gruber als Catcher, auf der Second Base Martin Divisella und Ryan Rupp als Pitcher. Also ich glaube, es gibt wirklich gar keine einzige Änderung zur letzten Woche. Man sagt ja, never change a winning team, nicht wahr? Warum sollen sie es anders machen? In dieser Konstellation das letzte Spiel mit 11-0 gewonnen in 7 Innings. Eben, ja, ich glaube, da gibt es keinen Grund, überhaupt irgendetwas zu ändern. Und das Team ist eingespielt, es ist, hat solide gespielt und sie werden jetzt heute gleich wieder versuchen, natürlich jedes Spiel für Adnan nach Hause zu bringen und den dritten Sieg in Folge zu feiern. Aber gegen den Christian Thompson wird das natürlich keine leichte Angelegenheit. Aber jetzt sehen wir auch schon, im dritten Inning ist das vorher angekündigte Pitcher-Duell wird, ist natürlich beherrscht bisher von zwei starken Pitchern am Mount. Beide Lefties, beide auch Nationalmannschaftskollegen. Und ja, ich bin mal gespannt, wann hier die ersten Runs angeschrieben werden. Wir kommen natürlich nicht unbedingt jetzt hier in der Athletics Offense, aber schauen wir mal, was passiert. Mal sehen. Ja, es ist allgemein, das sind auch beide Teams defensiv super stark momentan unterwegs. Ich glaube, wir hatten den letzten Spieltag, also in zwei Spielen, jeweils einen Error auf beiden Seiten, soweit ich mich erinnere. Das ist ein super Zeichen in der Defense und ich glaube auch mit diesen starken Pitchern heute noch dazu, dass das durchaus ein Spiel werden wird, das durch Fehler entschieden werden kann. Ja? Auf jeden Fall, ja, das denke ich auch. Also da geht es wirklich um Kleinigkeiten. Wenn die beiden Pitcher so dominieren wie bisher, kommt es vielleicht darauf an, wie stark die Defense sich präsentiert, ob irgendwo ein Error passiert. Man will es natürlich keinen der Burschen am Feld wünschen. Das ist natürlich immer besonders ärgerlich in solchen entscheidenden Situationen. So, Martin Livisella nimmt hier den zweiten Strike zum 2-2-Count. Wir freuen uns, wir kriegen einige Shoutouts hier auf Facebook auch von aus der ganzen Welt eigentlich. Also ich sehe gerade von Kreta über die einige Angehörige der Spieler aus den Vereinigten Staaten. Von Dave Brandt habe ich gesehen, dürfte vielleicht die Mama sein. Wake-up-Call für die... Ja, und auch einige Freunde des Athletics-Vereins hier. Eddie Fannin zum Beispiel, ein Schiedsrichter, der immer Pfingsten da ist. Wir freuen uns über jeden Zuruf. Ja, das ist natürlich besonders schön zu sehen, dass der Livestream hier natürlich auch international Anklang findet und die Leute hier einschalten. Währenddessen sehen wir hier den Pop-Up zum Shortstop von Martin Liebeseller und gefundenes Fressen für Shortstop Benjamin Husti. Damit das erste Aus für die Vienna Wanderers. Ja, wurde ja etwas gejamed, der Martin. Dürfte ihn etwas zu weit innen erwischt haben am Schläger den Ball. Und damit schafft er es nicht aus dem Infield raus damit. Und Benjamin Husti sagt natürlich hier Dankeschön. So, Felix Wilhelm. Ja, wir sind zurück am Beginn der Athletics Lineup. Genau. Schnell gegangen, in eineinhalb Innings in Wirklichkeit. Stopp, wir sind natürlich schon im dritten. Ich hänge schon wieder nach. So, 1-1 der Count. Ich bin mal gespannt, was der Felix jetzt hier im zweiten At-Bat anstellen kann. War vorher schon mit einem Single ins Left Field erfolgreich. So, 1-2 der Count. Der Christian macht sich bereit und der nächste Pitch kommt. Oh, das ist natürlich schade für den Felix, ein irrsinnig guter Schlag. Aber Christoph Hoscher hier ist auf Zack. Flyout oder Lineout zum Third Baseman, dem jungen Mann, der auch in der Baseball Academy hier in Wien spielt. Wie gesagt, habe ich schon letztes Wochenende erwähnt, der Christoph Hoscher eigentlich in der ersten Position Catcher. Spielt jetzt in den letzten entscheidenden Spielen dieses Jahres Third Base. Und macht das wirklich ganz brav. Ein ganz solider Defense-Spieler. So, einen kleinen Mount-Visit. Der Chat plaudert kurz mit dem Christian.
Ja, Martin Gruber und auch zuvor Felix Wilhelm, ja die zwei Spieler der Athletics, die sich wirklich in den letzten Jahren irrsinnig gut entwickelt haben. Also die haben, sind lange auch schon beim Team dabei, haben immer, ich würde mal sagen, eine Rookie-Rolle gehabt, relativ lange, und sind mittlerweile ein fester Bestandteil des Teams. Und auch wenn man sich hier, wir sind wieder bei den Lutz-Rauch-Statistiken, auch wenn man sich diese Statistiken ansieht, konstante Steigerung, und das ist bis heuer rausgegangen. Beim Felix zum Beispiel schlägt knapp 3,50. Wahnsinn. Also es ist wirklich eine Riesensteigerung, und die beiden durchaus gefürchtet mittlerweile auch im Bett, wenn man denen gegenübersteht als Pitcher, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Also gerade diese Jungs haben ja auch im ersten Spiel der Finalserie ihr Können bewiesen und gezeigt, dass mit ihnen immer zu rechnen ist. Und ich finde das auch besonders schön, wie du schon meinst, ja, über die Jahre als Rookie die Chance zu bekommen, mehr At-Bats zu sammeln. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du lang genug in der ersten Liga dabei bist und die Pitches einfach gut liest und einfach den Barrel raufbringst und einfach für Hits sorgen kannst. Genau, und das weiß ja jeder, der schon mal Baseball auf diesem Niveau gespielt hat. Das ist ja oft auch wirklich ein Kampf. Ja. Es ist nicht so, man kommt hierher und kriegt sofort die Starts. Es dauert oft lange, ja. Man muss Lehrgeld zahlen, wie man immer so schön sagt, und am Ende des Tages zahlt sich es aber normalerweise aus. Die beiden waren lange geduldig, haben lange gekämpft und stehen jetzt da und sind Nummer 1 und 2 Schlagmann der Athletics im Finale. Also das ist schon super zu sehen, das ist wirklich schön, und auch gerade, dass das Nachwuchsspieler sind, da freut man sich als Verein, glaube ich, sehr, wenn das dann sich auszahlt. So, Martin Gruber hier auch mit dem Swing Strikeout. Der Chili macht kurzen Prozess mit den Athletics in diesem Inning. Noch immer 0-0, wir gehen ins Ende des dritten Innings. Ja, geht schnell. Ja, wie erwartet, gute Pitches, schnelle At-Bats zum Leidwesen der Offense, aber so geht's, so kann's gehen. Bis gleich. Also ich bin wirklich sehr gespannt, wie das Duell hier ausgehen wird zwischen den beiden Lefties. Ich glaube, der Ryan ist ja eigentlich fast schon so der junge Nachfolger von Christian Tomsich in der Nationalmannschaft als österreichischer Pitcher. Ich glaube, dass das schon eine ganz nette Geschichte ist. Ja, und in der Zwischenzeit sehen wir eingeblendet auch nochmal, wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen, jetzt ist es ganz offiziell. Danke an die drei Schiedsrichter, die hier sind. Und natürlich auch an den Michi Walland, der oben sitzt und scored. Unsere Offiziellen hier vor Ort. Vielen Dank. Jetzt als Leadoff-Hitter die Nummer 9 in der Schlagreihenfolge der Vienna Wanderers, Amin Mani. Der Centerfielder der Vienna Wanderers, auch schon ganz lange dabei. Wie schon mal im letzten Wochen erwähnt, sehr praktisch auf dem Baseballfeld groß geworden. Aber auch Lineout, First Baseman Dave Burns, zeigt hier seine ganze Klasse. Ja, gleiche Situation wie vorher im Endeffekt, auch ja? wie bei Felix Wilhelm, ist ausgleichende Gerechtigkeit. Auch hier ein super Schlag, aber direkt in den Handschuh des Dave Burns, auch wenn er sich hier ein bisschen niederkniet. Relativ sicher gespielt das Ganze. So, mal was anderes. Bandversuch von Sevi. Ja, und da springt der Athletics-Liner auch auf, und auch Martin Gruber freut sich hier, ein super Play, und genau das zeichnet ihn aus. Er ist hier nicht der riesengroße, muskelbepackte Spieler, er ist super schnell, und genau solche Plays macht er im Schlaf. Also super großes Kompliment an den Martin. Wahnsinn, also wirklich schöner Band down the line Richtung dritte Base, aber Martin Gruber schnell auf den Beinen unterwegs und setzt den Wurf perfekt und damit das zweite aus für die Atlanta Athletics. So, nun Chad Lauer bei seinem zweiten At-Bat. Wie schon erwähnt, seine Familie schaut zu aus Cleveland. Da ist es jetzt 10 Uhr in der Früh. Mit einem Single ins Right Field. Sehr stark. Ja, starker Schlag. Da kommt Rafi Meier nicht ganz hin. Hat kurz überlegt, glaube ich, ob er springt. Nimmt hier aber bei 0 aus den Hit hin. Ja, bei 2 aus den Hit. Entschuldige, ja. Kein Problem, aber ich glaube genau deshalb. Da ist es ganz genau. Erst recht. Nur mal sicher gehen. Ja, wenn der durchgeht, ist der Chad natürlich auf der dritten. Ja, will man genau nicht unbedingt. Das ist natürlich gefährlich und kein Problem. Jetzt Andrew Oberthaler am Schlag. Nimmt den ersten Strike. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Andrew hier
für einen Hit sorgen kann. Ja, auch bei wenigen Hits, die Idee vorher von Severin Schütz durchaus eine gute, auch mit Bunts das Ganze mal zu versuchen, gerade gegen dominante Pitcher. Vielleicht mal das Feld zu fordern, auch eine sehr, sehr gute, eine gute Idee und eine gute Möglichkeit, auch auf Base zu kommen. Ja, wie wir bereits gesagt haben, es kommt hier auf Errors an und so ein Hit in the Gap. Stark geschlagener Ball, aber wen haben wir da draußen? Felix, der Wilhelm ist auch super schnell dort und verhindert, dass die Runner der Wanderers hier weiter als eine Base vorrücken. Also wichtiges Play von ihm draußen auf diesen super Schlag von Andrew hier. Ja, bisher die Defense zeigt ja die ganze Klasse. Also eben schon in dem Band, den der Martin Gruber verwertet hat, jetzt auch Felix Wilhelm wirklich extrem wichtig, dass er da schnell hinterm Ball ist und dafür sorgt, dass der Chat auf der zweiten Base kleben bleibt. Aber natürlich auch ein schöner Schlag von Andrew Oberthaler und damit Läufer auf erster und zweiter Base. Jetzt der Felix Zimmerle at bat, sieht den ersten Ball. Und ja, jetzt stellt sich die Frage, kann der Felix hier wieder seine Offense-Qualität zeigen? Ah. Ja, aber poppt hier den Ball etwas ab und das dürfte kein Problem sein für Martin Livisella hier. Nein, ja, Stephen Johnson schreit hier Martin weg. Sicherer Catch hier und damit können die Wanderers auch hier wieder keinen Schaden anrichten. Es bleibt bei 0:0 und wir gehen jetzt vierte Inning. Spannendes Spiel. Ja, man sieht schon, es braucht heute etwas mehr als ein, zwei Hits hintereinander. Die Defense stehen super. So, mittlerweile haben wir das Wetter von Adnan Bucher mir eingeblendet. Ja. Für manche vielleicht auch interessant. Ja, in Adnan ist es ganz nett. 14 Grad bewölkt. Ich glaube, es ist fast. In Wien ist fast dasselbe. Ah, wir dürfen das nicht schlecht reden. Es ist mittlerweile der Himmel blau. Super Baseballwetter in Wirklichkeit. Genau. Bestes Oktoberwetter. Ich glaube, es war schon weitaus schlimmer. Kann nicht immer so schön sein wie letztes Wochenende, wo natürlich die Sonne gelacht hat über Oberösterreich. Ja, es gab ja auch viele Diskussionen im Vorhinein, ob diese lange Liga überhaupt durchführbar ist. Weil wenn man, wie alle wissen, in Österreich Pech hat, dann ist im Oktober auch der Winter da. Ja? Also das Wetter heuer belehrt uns allerdings eines Besseren. Also bisher, ich will es nicht verschreien. Aber es sieht super gut aus. Für morgen vielleicht etwas mehr Regen gemeldet, aber man wird das auf alle Fälle durchbringen, denke ich. Ja, denke ich auch, aber ja, morgen wird das Ganze ein bisschen interessanter werden, auch jetzt beim zweiten Spiel. Wenn die Sonne weg ist und der Nebel kommt, wird das hier nochmal interessanter werden, aber bisher wirklich wahnsinnig gut und da kann sich keiner beschweren. Ja, also sind wir schon im vierten Inning angekommen. Wirklich bisher ganz starke Defense-Leistung. Da gibt sich niemand die Blöße. Wunderbar gespielt bisher. Jetzt müssen die Wanderers wieder der Defense die Athletics Runner zurückhalten. Und jetzt David Brandt am Schlag. Ja, wir werden sehen, was er hier macht. Also ja, super solide Schlagleistung, bester Batter der Liga, haben wir schon letzte Woche einige Male besprochen. Aber auch er ist super schnell, sicher der schnellste Mann an Bord der Athletics Lineup. Also auch für ihn vielleicht ein Band durchaus eine Möglichkeit, wenn er hier sich mit dem Chili super schwer tut. Aber es wird er wahrscheinlich, das ist noch zu bald, ich glaube, er wird jetzt nochmal versuchen, hier den Hit zu landen. Ja, jemand mit seinen Qualitäten, der kann natürlich ohne Probleme in sein zweites At-Bat gehen und einfach versuchen, den Ball rauszuhauen und gegen Christian hier für einen Hit zu sorgen. Guter Pitch hier vom Chili, da dürfte irgendein Slider auf der Outside-Kante gewesen sein. Genau, richtig platziert, Dave Brandt. Nimmt den, kann nur zusehen. So, aber Chili steht jetzt direkt vor der Core-Line-Up auch der Athletics. Hinter David Brandt, wenn er hier durchkommt, kommt gleich der nächste mit Stephen Johnson und danach David Burns. Also die drei hintereinander bei null aus. Sicher eine interessante Situation hier also erstmals für den Chili. Auf jeden Fall. Aber bisher hat sich da schadlos gehalten. 1 und 2 der Count. Jetzt kommt der Pitch. Aber Ball outside. Ja, Chili pitcht ihn hier sehr, sehr gut. Also viele Speedwechsel vor allem drinnen. Man sieht auch, dass sich der David hier durchaus schwer tut, den Moment für den Anfang des Schwunges zu finden. Setzt manchmal zweimal an. Also ich glaube, Chili ist ein bisschen in seinem Kopf drinnen. Ja, der Christian ist natürlich extrem gut, was das angeht. Und ja, genau das macht ihn aus. Ja, der Pitch war halb so schnell wie der davor. Mhm. Das muss man ganz neidlos sagen. Da hat David Brandt nur auf Wiedersehen sagen können. Ja, keine Chance für ihn. So, und jetzt Stephen Johnson versucht sein Glück mit seinem zweiten At-Bat. Wir haben die Stats hier eingeblendet, auch eher in der Regular Season mit 466. Das ist natürlich ein Wahnsinn, ja.
Das ist schon ganz, ganz stark, was da die Offense der Athletics dieses Jahr geleistet hat. Natürlich extrem, extrem wichtig, wenn die Inboard-Spieler so viel Power mitbringen und so solide in der Offense sich präsentieren können. Das ist ja nicht nur Power. Betting Average sagt ja vielmehr einfach über die Konstanz des Schlagmanns aus. Und da die beiden Import-Players der Athletics super stark heuer. Ja, aber auch er gleich mal hinten gegen den Chili mit einem Ball und zwei Strikes. Mal schauen, ob er hier was draußen machen kann. Ja, wieder völlig gefoolt vom Chili. Wird gejammt und kein Problem für Felix Zimmerle, der den Ball fieldet und das Aus auch selber macht. Der nicht mehr den Wurf ansetzt, um ihn zum Christian zu werfen, sondern er macht das selber. So, und damit zwei Aus und Dave Burns als dritter Schlagmann at bat. Ja, geht wieder unglaublich schnell. Ja, das, dafür ist der Christian auch bekannt. Also das ist ein Wahnsinn, mit welchem Tempo er durch die Innings marschiert. Ja, es ist ja auch immer durchaus schwierig. Ich weiß nicht, was du glaubst, Matti, aber bei den Pitchern, es gibt einige Pitcher, die lassen sich sehr viel Zeit zwischen den Pitchers, brauchen das vielleicht auch für ihre Konstanz, für ihre Konzentration. Kann aber durchaus für das Feld manchmal einfach anstrengend sein. Es zieht die Innings in die Länge, man will natürlich zurück ins Dugout. Auf der anderen Seite, wenn du einen Pitcher hast, hier wie den Chili zum Beispiel, der zwischen den Innings so gut wie keine Zeit braucht, nur reinläuft, rausläuft, vielleicht schwierig, da das richtige Mittelmaß zu finden, oder? Auf jeden Fall. Also das ist schon, der Christian ist schon sehr schnell unterwegs. Also es ist auch schon mal passiert, dass da irgendwie die Hälfte des Feldes noch gar nicht bereit war, der Christian schon wieder angefangen zu pitchen. Aber ja, ich glaube, das ist sehr angenehm, trotzdem für die Defense ihn am Mount zu haben, der es auch den Schlagmann dann extrem schwierig macht mit seinem Tempo und seinem Tempo wechseln in den Pitches. So, wieder ein V-Ball raus aus dem Feld. Ja, also der Christian, da zeigt er schon seine ganze Klasse. Ja, sagt schon einiges aus, wenn sich hier die besten Schlagmänner der ganzen Saison gegen ihn so schwer tun und so schlecht aussehen. Aber die haben ihn umgekehrt auch die Saison, glaube ich, noch nie gesehen. So, Dave Burns mit einem tiefen Schlag. Und super Diving Catcher von Andrew Oberthaler. Ja, eine Macht im Left Field. Beendet hier das Inning mit einem Sliding Catch. Wahnsinn, ja. Und auch Dave Burns muss zurück ins Dugout. Ja. Ganz wichtiger Catch natürlich vom Andrew Oberthaler hier. Und das gibt natürlich auch Selbstvertrauen fürs ganze Feld und pusht das Team, da weiterzumachen und in der Offense nachzulegen. Ja, und damit muss Ryan Rupp zurück an die Arbeit. Geht er auf den Mound und sieht in diesem Inning als ersten Christian Tomsich, das Pitcher-Pitcher-Duell hier als erstes. Danach Georg Stemmer und Christoph Oscher. Ja, wir sind sehr gespannt, wann hier auch wirklich die ersten Runs gescored werden. Ja, das wird dann das Spiel total verändern. Momentan einfach schnelle Spiele, wenige Errors, aber auch einfach nicht oder relativ wenige Möglichkeiten fürs Innen oder für das Feld hier sich beweisen zu müssen. Abgesehen jetzt von diesem letzten Play vom Andrew natürlich, dass ich nicht kleinreden möchte. Ja, das war natürlich klasse. Aber du hast schon recht, also bisher die Pitcher dominieren. Ich würde ja fast sagen, die Schlagmänner sehen schlecht aus, aber stimmt nicht, sondern die Pitcher sehen einfach verdammt gut aus. Ja. Die Pitcher machen echt einen fantastischen Job bisher. Und ja, das macht es natürlich extrem, extrem spannend, weil das Team, das als erstes anschreibt, natürlich direkt den Vorteil hat, hier in so einem knappen Spiel das über die Innings zu bringen. So. Jetzt geht's gleich weiter. Christian Tomsich kommt zum Schlag und ja, der Christian war natürlich, also bisher seine Betting Stats sagen natürlich nicht das aus, was er imstande ist zu leisten in der Offense. Ist auch bekannt dafür natürlich immer wieder für wichtige Hits zu sorgen und das wird er jetzt auch versuchen. Ein Big Swing hier auf den ersten Pitch von Ryan Rupp. Den wollte er ganz weit draußen sehen, der Chili. Ja, da wollte er auf jeden Fall. Ja gut, ich habe jetzt nochmal die Betting-Stats von ihm angesehen. Und die ja gerade völlig ad acta führt, oder ad absurdum führt. Starker Hit hier von ihm ins Left Center Field. Mit einem Single, ja, Lead-off-Single. Ja, extrem wichtig und genau das meinte ich. Der Christian
ist natürlich auch immer imstande, dafür für einen guten Schlag zu sorgen und zeigt ja auch gleich seine ganze Klasse und steht nun an der ersten Base. Jetzt kommt es natürlich auf die jungen Burschen an, die ihm folgen. Georg Stemmer hier, der nun versuchen wird, seinen Vordermann, den Runner, weiterzubringen. Bin ich gespannt. Da könnte natürlich auch ein Band eigentlich jetzt in der Situation was Gutes bewirken. Ja, man würde vermuten, man macht sowas. Aber offenbar setzt der Hero hier so viel Vertrauen in den Georg, der darf schwingen. Ja, aber jetzt auch interessante Entscheidung in so einem knappen Spiel hier. Auf jeden Fall. So, jetzt wird es natürlich schwierig für ihn. Zwei Strikes gegen einen guten Pitcher. Ja, starker Pitch. Ja, den darf man nicht zuschauen, oder? Bei zwei Strikes. Das ist ein bisschen zu einfach. Da verkauft er sich unter Wert. Aber es ist natürlich auch verdammt schwierig gegen so einen starken Pitcher wie den Ryan. Ja, aber mit einem Aus nun Christoph Hoscher, der versuchen wird, das natürlich besser zu machen als der Stemmer Georg. Ja, ich bin ja gerade wirklich etwas verblüfft, dass die Wanderers nicht gebuntet haben in dieser Situation, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. In so einem knappen Spiel, wo es wirklich auf jeden Run ankommen kann. Ja, hätte ich auch mit gerechnet, aber ich möchte Hero wird sich was gedacht haben. Genau, dabei, ich möchte es auch nicht in Frage stellen. So, ein tiefer Flyball hier Richtung Left Field. Wir müssen immer etwas aufstehen, aber der Matti versucht das Play hier zu verfolgen. Und Flyout, der Left Fielder. Ich weiß gar nicht, ob er noch im Feld war oder schon im Ball Territory, ja, aber kein Problem hier für Felix Wilhelm und sorgt für das Zweite aus. Ja, da draußen ist ja auch noch nicht viel Foul Territory in Wirklichkeit auf der Spinadelwiese. Wie spricht man das aus? Spinadelwiese? Ja, jeder sagt anders. Ich frage den Deutschen. Ja, als Deutschen. Mit dem perfekten Deutsch. Ich glaube auch Spinadelwiese. Aber ich lasse mich auch gerne korrigieren, wenn die Facebook-Gemeinde da draußen das natürlich besser weiß. Immer her mit Lautschrift. Und dann werden wir das hier brav aussprechen. So, jetzt schauen wir wieder Benjamin Hutzi mit einem Strike. Und einem Ball. Ja, und der Lugi sitzt wieder in Atmung und bombardiert uns oder stellt uns immer wieder eigentlich super interessante Fragen, an die ich nie denken würde. Danke, Lugi, hierfür. Er spricht vom Helmbrauch der Athletics. So, starker Hit hier. Kein Hit, aber starker Schwung, zumindest in Centerfield. David Brandt zupft den allerdings herunter vom Himmel und damit ist auch dieses Inning wieder vorbei. Na ja. Ja, also da kann man jetzt natürlich auch sagen, ein Band wäre vielleicht richtige Wahl gewesen. Ärgerlich, dass man natürlich hier aus dem Inning oder aus der Offense nichts weitermachen kann, aber so geht es jetzt weiter. Da sind wir auch schon wieder zurück aus der Werbeunterbrechung und wir haben nochmal den Benz Werbespot gesehen. Benz, der American Sports Shop in Dornbirn, der weitergeführt wird. Jetzt übernommen von ehemaligen Basketballspielern und einem Baseballspieler aus Österreich. Infos werden auch noch folgen, aber ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man einen Baseball-Shop in Österreich hat und sich natürlich die Spieler in Österreich weiterhin versorgen können mit Baseball-Equipment und nicht immer alles bestellen müssen, entweder aus Amerika oder aus Deutschland oder Holland. Ja, es geht vor allem natürlich primär um die Spieler, aber auch es ist auch als Verein super schön, man muss Bälle kaufen zum Beispiel. Es gibt immer wieder einfach Equipment, das man auch als Team braucht. Genau. Oder als Verein braucht und ist natürlich viel schöner hier auch ein bisschen Wirtschaftskraft in lokale Geschäfte zu stecken. Also wir freuen uns sehr, dass hier in Dornbirn wieder der Benz eröffnet hat. Genau. So, nun der Helmbrauch, ja. Du bist gespannt. Ja, es gibt eigentlich seit ein paar Jahren, ich glaube, das ist so 4-5 Jahre aus, irgendein ehemaliger Coach hat das aufgebaut. Es gibt diesen gelben Bauarbeiterhelm, den man, wenn man genau sieht, immer im Athletics-Dugout herumkugeln sieht. Ist relativ einfach, nach dem Spiel entscheidet immer derjenige Spieler, der gerade im Besitz des Helms ist, wer den Helm als nächstes bekommt. Also das ist sozusagen eine kleine interne Player, ein Player of the Game Voting. Ja, Matti, wer hat ihn letzte Woche bekommen? Was glaubst du?
Worten. Ich glaube, ihr habt den Dave Burns damit gesehen. Ja, du hast geschummelt, du hast es gesehen. Richtig, also der Dave Burns, der Coach selbst ist damit herumgelaufen. Aber was er geschummelt, der ist 2 Meter groß, da musste ich nicht. Da musste ich mich nicht besonders anstrengen. Ja, es hat ein bisschen ausgesehen, wie wenn er so ein... Also der Helm war viel zu klein für ihn. Er ist irgendwie auf ihm draufgelegen, als hat ihn nicht aufgehabt. Gut, zurück zu den interessanten Dingen hier. Ja, wir befinden uns im 5. Inning und Horst Elverdinger hier mit seinem 2. At-Bat gegen Christian Tomsich. Schlag zum Third Baseman Christoph Hoscher, letzten Wurf und kein Problem. Damit das erste aus. Die Vierer spielt schon wieder hier ratzfatz. Mit dem ersten aus. Alles weiter wie bisher. Natürlich, nichts Neues. Im Osten nichts Neues sozusagen. Der schlechteste Witz des Tages bisher. Das kriegen wir noch hin. Das gibt noch schlechtere. Ja, ja. Wir sind am Üben. Wir verbessern uns stetig. So, Raffi Meier. At bat. Foulball. So, sein letzter Schlag zum Shortstop. Jetzt schauen wir mal, was er hier in seinem 2. At bat produzieren kann. Ja, aber jedes Mal, wenn der Raffi at bat ist und man sieht nicht hin, man hört nur harte, satte Schläge. Also das ist wirklich Wahnsinn. Er erwischt jeden Ball. Wirklich am Sweet Spot. Das ist irgendwie Wahnsinn, wirklich. Ganz stark dieses Jahr. Vielleicht hat er aber einfach auch einen akustisch vorteilhaften Schläger gewählt. Der nächste schlechte. Ja, und wieder hier völlig gefoolt vom Chili. Viel zu bald an. Also seine Tempowechsel sind wirklich, machen seine Athletics echt super schwer. Ja, das ist ein Wahnsinn. Also der Christian ist da natürlich ein alter Hase. Der, ich glaube, gegen ihn ist es extrem schwierig zu schlagen und wie du schon angekündigt hast, also ich glaube, der schafft immer wieder es in die Köpfe der Batter vorzudringen und dann wird es natürlich extrem, extrem schwierig. Wie sehr callt sich der Chili das Spiel hier selbst? Oder vertraut ihr voll und ganz dem Chat? Sprechen Sie vorher drüber? Wie funktioniert das? Ich glaube, sie haben vorher drüber geredet. Das ist nicht das erste Spiel, dass der Chat auf ihn catcht. Aber der Christian, ich glaube, der weiß schon selber ganz genau, was er für Bälle werfen will. Aber ich glaube, die ergänzen sich gut. So, 2 und 2 der Count, wieder ein V-Ball vom Raffi Meier. Ja, und die Lichter hier in Wien werden bereits eingeschaltet, das Flutlicht. Ja, wir haben es jetzt 5, es wird langsam dunkel wahrscheinlich. Ja, also sicher ist sicher, das Licht schon mal einzuschalten, aber schauen wir mal, wie das jetzt weitergeht. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das dann mit der Dunkelheit, wie die Teams damit umgehen werden. Ja, wir hatten auch letzte Woche in Attnang. So, der Raffi jetzt mit einem Weak Flyball Richtung Andrew Oberthaler, der hat kein Problem damit. Das zweite Aus hier für die Athletics oder gegen die Athletics in diesem Inning. Und mit Raffi Meier macht der Chili hier kurzen Prozess und macht Platz an der Platte für André Gruber. Ja, letzte Woche in Attnang, wir haben um 12 gestartet mit den Spielen. Das erste Spiel ein Mercy Rule Game, das super schnell vorbei war. Das zweite ist dann in die Extra Innings gegangen und ich behaupte auch mal, wir hätten nicht mehr als vielleicht eine halbe Stunde gehabt. Dann wäre es dunkel gewesen, also dann wäre interessant geworden. Dann hätten wir am nächsten Tag weitergespielt. Das wäre natürlich besonders ärgerlich gewesen, wenn man da am nächsten Tag weiterspielen muss. Aber ja, so leid es mir auch tut, ihr habt das Ganze dann ja noch ganz gut gelöst für euch, für die Athletics, mit dem Hit von André Gruber. Genau, ja, man muss ja auch jetzt ganz objektiv sagen, ohne irgendwie ein Vereinszugehöriger zu sein, es war wirklich Werbung für den Baseballsport letzte Woche, dieses Spiel, also in den X-Trainings. Ja, das war extrem schön. So. Wer sich das Spiel nochmal ansehen will, übrigens, es gibt die Recordings hier auf Facebook und auch Zusammenfassungen von Lukas. In der Zwischenzeit hat der Chili hier wieder auch kurzen Prozess mit dem André Gruber gemacht. Ein relativ schwacher Groundball Richtung Third Base. André wird hier ausgeworfen. Genau. Und wir schauen uns jetzt mal die nette Einblendung ein, die der Lukas gerade reingeschoben hat, nämlich von den World Series in Amerika. Die MLB-Saison neigt sich auch dem Ende zu. Wir sehen hier nochmal die Spiele der Playoffs und welche Teams es bisher geschafft haben. Also New York und Houston spielen heute Nacht um 2 Uhr um das zweite Ticket in die World Series. Die Los Angeles Dodgers haben schon die Pflicht erfüllt, haben den Vorjahressieger die Cups rausgeschmissen. Eine ganz starken Leistung. Ja, ich bin mal gespannt, was da heute Nacht passiert.
Wie schaut das bei dir aus? Bist du ein Yankees-Fan? Es gibt ja eigentlich wenige, oder? Es soll sie geben. Ich oute mich da jetzt nicht öffentlich als irgendein Fan oder so. Es wird auf jeden Fall so werden, dass sich einige Spieler wirklich schwer tun würden, falls wir morgen noch spielen, dass sie ins Bett gehen. Also ein Game 7 im Halbfinale in den World Series kann man nur schwer als eingefleischter Baseball-Fan an sich vorbeiziehen lassen und nicht live schauen. Ich werde mir es wahrscheinlich auch heute anschauen. Das heißt, ja, wenn wir morgen etwas verschlafen klingen, bitten wir um Verständnis. Genau, ganz viel Baseball dieses Wochenende. Da kommt jeder auf seine Kosten. Und ja, wo wir gerade noch darüber geredet haben, wer den Yankees-Fan ist, habe ich gerade schon die Stimme hier vom Spielfeld gehört, nämlich der zweite Schlagmann von den Wanderers, der ist eben Schütz, hat hier gerade reingerufen. Ja. Er ist Yankees-Fan, er hat kein Problem damit, das auch laut auszusprechen. Und ja, ich habe das schon in den letzten Wochen gemerkt, er war da auf jeden Fall sehr pumped, dass die Yankees es bisher so weit geschafft haben. Selbstbewusster Mann. Ja, auf jeden Fall, hat auch viel Kritik geerntet, aber damit kann er umgehen. So, nun die Wanderers starten mit Armin Mani. Der den ersten Ball inside takt. Bei seinem letzten At-Bat ein Line-Out zum First Baseman. So, Swing and a Miss. Das ist 1 und 1 der Count. So, starker Schlag Richtung Right Field, aber der Raffi steht ziemlich gut hier, relativ weit herinnen. Ja. Aber perfekt für diesen Schlag. Genau, kein Problem für Raffi Meier und das zeigt ja auch wieder, dass er wirklich ein sehr solider Outfielder ist und da keine Probleme hat, den Ball zu verwerten. Ja, sieht man ja bei den erfahrenen Outfieldern durchaus oft. Es kommt nicht immer nur auf Geschwindigkeit und Diving Catches an, man kann sehr, sehr viel mit Stellungsspiel hier auch machen. Genau. Raffi in dieser Situation perfekt gestanden. Ja, extrem wichtig, weil eigentlich genau das macht es aus, dass man natürlich nicht nur die Spieler kennt, sondern auch am Schlag schon erkennt, was der Ball für eine Flugbahn nehmen wird. So, ein Pop-up von Severin Schütz. Aber kann nicht verwertet werden. First Baseman und Second Baseman tun sich schwer. Und damit neues Leben für Sevi Schütz. Ja, und ist das schon das Licht? Ich weiß nicht, blendet das irgendwie von dieser Seite da drüben? Wir sitzen hier auf der Third Base Seite, also ich kann es nicht beurteilen. Gute Frage. Ich glaube, der Dave Burns hat zuerst den Ball gecallt, hat sich dann ein bisschen verschätzt und der Martin Liebesteller kann das Play nicht mehr machen, kriegt den Ball auch noch gegen den Oberschenkel. Also natürlich besonders ärgerlich für die Defense. Aber sehr gut für den Schlagmann. So ist es, ein Extra Life sozusagen, um in der Computersprache zu bleiben. Genau, und jetzt zwei Balls, ein Strike. So, schauen wir mal, ob der Sevi auch auf Base kommen kann. 3 und 1. Ja, etwas zu weit outside hier, der Fastball vom Ryan Roop. Ja, bisher mit sehr vielen Strikes eigentlich. Ich glaube, der eine oder andere Walk war zwar dabei. Du hast ja auch am Anfang des Spiels angesprochen, der Approach gegen ihn. Auch letzte Woche ja mit sehr, sehr vielen Strikes im ganzen Spiel. Vielleicht relativ bald im At-Bat schon auf seine Pitches zu schlagen. Genau, ja. Also das war auch die Ansage vom Coach, da früh zu reagieren und auch auf den Fastball, auf den ersten Fastball schon zu gehen. Und zu versuchen, ihn gleich zu verwerten. Und jetzt Full Count nach dem Foul-Tipp vom Sevi. Der Severin Schütz, auch ein sehr schneller Spieler in der Lineup der Vienna Wanderers. Der Second Baseman ist ja auch jetzt erst wieder fit geworden und kriegt den Walk. Okay, wir haben einen Base Runner. Ja, der Sevi, das hatte ich letztes Wochenende schon gesagt, hatte extremes Verletzungspech bei der U23 EM. Hat er sich den Finger gebrochen, dann im Viertelfinale gegen die Indians das Handgelenk gebrochen. Jetzt sein Einsatz wieder von Anfang an. Damit der Tobi Werner auf der Bank, der letztes Wochenende noch gestartet ist. Jetzt Chad Lauer, der hier in seinem dritten At-Bat versuchen wird, wieder einen Hit zu bekommen und den Sevi möglichst weit voranzutreiben. So, ein schöner Pickoff von Ryan Rupp, aber kein Problem für Sevi Schütz. So, wir hatten kurze technische Probleme. Ich hoffe, ihr seht und hört uns jetzt wieder, wie gewünscht. Ja,
Ja, der Chad Lauer jetzt mit dem zweiten Strike, aber der Chad ist natürlich auch ein sehr routinierter Spieler, den so eine Situation nicht aus dem Konzept bringen wird. Und ich bin mal gespannt, was er jetzt anstehen kann. Ja, zwei Strikes, relativ schnell auch hinten. Genau. Trotzdem bei einem aus der Runner hier, nicht ungefährlich für Ryan Rook. Und der Chad zieht sich hier den ersten Ball an, etwas zu hoch der Fastball hier von Ryan. Ja, ich glaube, das ist jetzt natürlich ein extrem wichtiges At-Bat, man jetzt wieder für einen Hit sorgen kann. Ja, hey, beide durch. Schwieriges Play hier für Martin Gruber. Schafft es nicht, den Ball zu stoppen. Er war zwar dran, man hat es kurz gehört, dass der Ball zumindest seinen Handschuh gestreift hat, aber der Ball ist durch, ist knapp fair. Und damit Chad Lauer mit einem Hit down the line. Und die Bases werden etwas mehr angeladen. Genau, und jetzt Andrew Obertaler am Schlag, der schon bei seinem letzten At-Bat ein schönes Single ins Left Center gesetzt hat. Ja, das wäre natürlich sehr wichtig für die Wanderers, wenn der Andrew das jetzt so wiederholen kann mit einem Aus. Hier Läufer auf der ersten und zweiten Base in Scoring Position. Wäre das natürlich astrein. Ich wollte gerade vorher noch darüber sprechen, ob man einen Severin Schütz nicht vielleicht mal in ein Stealing schicken sollte. War es in dem Fall nicht nötig, weil der Chad Lauer seinen Teil dazu getan hat. Trotzdem, ja. Ich bin gespannt, wann die taktischen Spielzüge hier anfangen. Also bei einem 0-0 irgendwann wird es Bunts und Stealings geben müssen wahrscheinlich. Genau, also ich bin auch gespannt, wann die Coaches ein bisschen mehr Risiko eingehen werden. Hätte man vorher schon machen können mit dem Sevi, aber sich da auf den Chat zu verlassen, war jetzt im Endeffekt kein Problem und eine gute Entscheidung. Wären eigentlich auch zwei Baserunner, die für einen Double Steal sorgen könnten. Aber ich glaube, der Hero wird jetzt noch kein Risiko eingehen. Ja, Andrew Obertaler hier mit dem Playoff-Betting-Average von 3,23. Also der dürfte sich auch in der Playoff-Serie relativ wohlfühlen da an der Platte. Auf jeden Fall. Also er hat sich da auch reingearbeitet. Er ist generell ein wichtiger Bestandteil der Offense der Wanderers. Aber gerade jetzt in den Playoffs, im Halbfinale, hat er halt gegen die Metrostars wirklich richtig stark geschlagen. Und ja, ich bin mal gespannt, jetzt mit dem 2-2-Count, was da nun ansteht. So, mit einem Aus wäre es natürlich wichtig, vor allem die Runner zu moven und sonst den Ball auf die rechte Seite zu schlagen. Aber wieder ein Ball und damit Full Count. Gutes At-Bat hier. Nimmt die Pitches. Macht keine Geschenke. Und Foul-Tipp. Ja, ich glaube, das ist für den Ryan jetzt auch eine schwierige Situation. Er merkt, er kommt nicht richtig durch mit seinen Pitches. Das ist natürlich ein schwieriges Duell. Ja, misst hier auch den Fastball wieder inside und damit füllt er sich die Bases an. So das erste Mal jetzt wirklich ein großer Druck der auf der Athletics Defense. Wir haben einen aus, das heißt auch ein Ground Ball würde wahrscheinlich hier einen Run scoren. Man wird sehen, wie es der Athletics da anlegt. Und natürlich der gefährlichste Mann auch, der Wanderers, zumindest aus der letzten Woche. At-Bat mit Felix Timmerle. Genau, der wird sich freuen. Genau, der Felix, ich glaube, hat letztes Wochenende natürlich unterstrichen, dass er mit ihm immer in Offense zu rechnen ist, mit zwei Home Runs im zweiten Spiel. Oh ja, jetzt bin ich mal gespannt. So, schwingt hier auf den ersten Pitch und ein super knapper Foulball hier. Relativ lauter Foul Call, doch von unserem Head Umpire hier, vom David. Dürfte knapp gewesen sein, den hätte er wahrscheinlich gern genommen, der Felix. Ja, auf jeden Fall. Aber da sieht man schon gleich, er ist aggressiv an der Platte. Er will den Ball ins Spiel bringen. Das Selbstbewusstsein ist da. Oh ja, jetzt bin ich mal gespannt, was beim nächsten Pitch passiert. Ja, und dann hat er auch schon zwei Strikes. Das dürfte ein relativ tiefer Fastball gewesen sein vom Ryan, wo ihm der Felix ja angebissen hat. Er fault ihn weg hinten Richtung, wie heißt das? Straßenbahnstation? Genau. Richtung 1er. Genau, die Linie 1 verläuft genau hinterm Feld. So, und ich versuche gerade zu sehen, der Felix schokt hier vielleicht ein bisschen ab. Also nimmt den Schläger etwas kürzer, um einen schnelleren Schwung zu nehmen. Oder nehmen zu können. Nein, er hat ihn ganz normal. Also er vertraut in sich selbst hier. Ja, der ist pumped. Der will es wissen.
So, geht aber auch nicht auf den Ball ein, der gerade vom Ryan serviert wurde. 1 und 2. So, wirklich spannendes Hit-Bet. Es wäre natürlich auch wichtig, gerade nicht schon wieder. Starker Line-Drive hier. Ja, und der Ball fällt hier draußen. Ja. Martin hat es gesehen. Kann nicht gefangen werden vom Left-Fielder und damit scoren 2 Runs für die Vienna Wanderers. Ganz starke Leistung von Felix Zimmerle hier. Hit-Bet. Wahnsinn. Ja, Felix William versucht das Ganze hier noch zu verhindern, zumindest den zweiten Run. Einer hätte wohl so oder so gescored mit dem Sacrifice Fly. Ein schöner Versuch hier mit dem Diving Catch, aber kommt nicht ganz dran. Ich glaube, er stoppt ihn noch irgendwie, aber kann ihn nicht halten. Ja, war extrem schwierig, also was ich nur gesehen habe. War wirklich, er stand praktisch in der Luft wirklich sehr schön. Da alles gegeben, 100%, aber hat nicht gereicht. Der Schlag wirklich genau ins Gap. Das war natürlich extrem wichtig jetzt für die Vienna Wanderers. Also starke Leistung von Felix Zimmerle. Das sieht man auch wieder. Wenn man einmal einen Lauf hat, dann trägt es einen auch durch. Ja. Ja, der fühlt sich wohl. Der ändert nichts an seinem Schwung und hämmert ihn da raus ins Gap. Also ein wirklich, wirklich guter Schlag von Felix, ja, hier. Wahnsinn. Felix zu Felix. Ja. Zwei gute Plays mit dem besseren Ende für die Offense. So, jetzt Christian Tomzig. At-Bat, der auch im letzten At-Bat mit einem Single auf Base gekommen ist. Das wäre natürlich extrem wichtig für die Wanderers, hier direkt weiterzumachen und die zwei Runner weiterzubringen. Aber Pop-Up, Ryan fischt ihn aus der Luft, kein Problem. Ja, In-Fit-Fly, hier schon gecallt vom Umpire, also sicheres Aus. Und damit zwei aus und Georg Stemmer at-Bat. Jetzt bin ich gespannt, ich glaube Georg mit zwei Strikeouts looking beide. Der muss jetzt natürlich nachlegen. Das ist ein bisschen zu wenig, ohne ihm da zu nahe zu treten. Das ist extrem wichtig, jetzt hier jedes at-Bat zu nutzen. Und das wünsche ich ihm jetzt auch einfach nur, dass er den Ball zumindest ins Spiel bringen kann. Ich glaube, für so einen jungen Spieler wäre das extrem wichtig. Ja, in so einem Spiel, das so ein Low-Score-Game ist, kann das auch durchaus das eine Inning sein, das entscheidet. Also die Wanderers werden ja durchaus versuchen, ich meine, das werden sie immer versuchen, dass die Runs nach Hause zu schlagen, aber das kann eine Schlüsselsituation hier in diesem Spiel sein. Auf jeden Fall. Also, Severin Schütz. Ja, der Georg Stemmer. Ah, Georg Stemmer. Der Georg, ja. Stemmer, at-bat, der Right Fielder, fault hier den ersten Strike weg, jetzt mit 1:1. Man sieht auch, die Runner sind aktiv. Der Andrew Oberthaler auf der zweiten Base, der versucht auch den Ryan da ein bisschen zu zeigen, dass er bereit ist, Damage zu machen. Aber der Ryan lässt sich nicht verunsichern. Ja, und hier wieder der Pitch etwas zu hoch. Damit zwei Balls und ein Strike für den Georg. Ja, der Ryan mit leichten Schwierigkeiten in diesem Inning, die Zone zu finden. Ja, das sieht so aus. Gut, das hat sogar nach einem Safety-Pitch sozusagen ausgesehen. Er hat da ein bisschen was an Geschwindigkeit weggenommen und findet auch mit diesem die Zone nicht. Ja. Damit 3 und 1, zuvor schon der Walk. Ja, vielleicht auch die Zeit für André Gruber hier mal raufzugehen, mutmaßlich jetzt. Ja, da bin ich gespannt. Ja, hier gleicher Pitch wie vorher, diesmal ist er in der Zone und damit der Full Count hier für Georg Stemmer. Ja, er ist natürlich extrem wichtig, hier den Schläger auf den Ball zu bekommen als Schlagmann. So, und die Runner gehen natürlich, aber das wird wieder ein Foulball Richtung Bullpen, ja, darunter. Genau, auch keine Chance für Raffi Meier, den noch aus der Luft zu bekommen, aber gut verteidigt von Georg Stemmer, also gutes At-Bat. Vorher schon gesagt habe, die ersten zwei At-Bats hat er mehr Schwierigkeiten. Ist natürlich auch nicht keine leichte Aufgabe gegen Ryan. Ich glaube, jetzt fühlt sich der Georg auch ein bisschen wohler und macht es dem Ryan nicht leicht. Ja, ein Full Count und zwei aus hier. Das heißt, die Runner werden, sobald Ryan hier zum Pitch ansitzt, auch Richtung nächste Base breaken. Das heißt, für Georg Stemmer hier, wenn er einen Hit landen kann. So, und das ist ein tiefer Flugball Richtung Centerfield. Aber da draußen ist der feilschnelle David Brandt und beendet hier das Inning. Ein wichtiges Play auch. Einer, der vielleicht nicht ganz so viel in den Füßen hat, hat mit diesem Ball vielleicht Probleme. Und dann sind das mindestens zwei Runs. Ja, das ist extrem wichtig. Das war für die Athletics, glaube ich, ganz wichtig, hier nicht noch weitere Runs zu kassieren und schnell aus dem Inning rauszukommen. So ist es. Und wir verschnaufen noch mal ganz kurz.
gut. Und damit werden hier top des sechsten Innings die Athletics versuchen, diese Runs zurückzuholen und aufzuschließen oder die Wanderers sogar zu überholen. Zu dem Play zuvor von Dave Brand vielleicht nochmal wirklich ein sehr, sehr wichtiges Play, wenn der Ball durchgeht. Das ist das zuvor schon besprochene Softballfeld im Centerfield hier auf der Spinalwiese. Das heißt, wenn genau an dieser Stelle, wo der Ball jetzt geschlagen wurde, der Ball durchgeht, ja, dann laufen die Runner relativ weit und das führt auch sehr, sehr oft zu einem Inside-Park-Home-Run. Also da geht es sicher. Ja, der Matti ist jetzt wieder neben mir. Wie weit ist das daraus? 150 Meter vielleicht? Wenn der da raus soll, auf jeden Fall sehr, sehr tiefe Stelle. Das heißt, wenn man den Ball hier nicht vor sich halten kann, passiert Schlimmes. Matti, wie weit ist das daraus ins Centerfield? Sind das 150 Meter? Oh, das ist eine gute Frage. Das ist auf jeden Fall echt, ich glaube, der tiefste Punkt in ganz Baseball Österreich. Ja, das glaube ich, das unterschreibe ich dir auf der Stelle. Das ist schon extrem schwierig auch zu spielen, gerade das Outfield auf der Spinalwiese ist ja mehr oder weniger, es ist kein Rund, wie es jetzt in Attenang ist, sondern ist mehr oder weniger ein bisschen nach hinten hin leider so diese Ecke, die noch weiter rausspringt im Right Center. Und die macht es halt echt verdammt gefährlich. Da muss der Centerfielder und der Rightfielder echt auf Zack sein und bei einem weiten Schlag sehr schnelle Beine haben. Genau so ist es. Und darum stellen auch die Athletics hier den David Brand raus. So, Martin Liebeseller jetzt mit einem sehr soliden Hit durch die rechte Seite hier. Ja, gleich die richtige Schlag. Antwort. Richtige Antwort nach dem Rückstand hier. Ja, die Athletics müssen hier versuchen, dran zu bleiben. Dürfen der Wanderers nicht wegziehen lassen, punktemäßig. Ja, aber ich glaube, wir wissen ja auch schon aus dem letzten Spiel, die Athletics sind auch jederzeit bereit, da zurückzukommen, auch wenn es ein paar Innings länger dauert. Sind immer brandheiß. Also da darf sich niemand von den Wanderers zu sicher fühlen. Aber ich glaube, das wissen sie auch. Also da mache ich mir keine Sorgen. Ja, wir sind trotzdem hier in Wien. Das heißt, es ist doch noch mal leichter für die Wanderers, wenn sie das Momentum, von dem wir letzte Woche auch relativ viel gesprochen haben, wenn sie das Momentum mal haben und dann noch die Unterstützung des lokalen Publikums hier haben, da wird es doch gleich mal relativ laut, auch bei einem Hit oder bei einem gescorten Run, wird es für die Athletics sicher deutlich schwerer, hier zurückzuschlagen als im Heimstadion. Auf jeden Fall. Das ist natürlich, der Heimvorteil spielt immer eine Rolle. Auch wenn das jetzt sich von außen betrachtet nicht so relevant anhört, aber es macht viel aus. Und genau das Momentum mitzunehmen und sich zu pushen und von außen dann noch diesen Kontakt zu haben, dass die Fans hinter einem stehen und da weiter mit anfeuern, das bringt einfach nochmal so, ich glaube, 2-3 extra Prozent raus bei den Spielern. Ganz sicher. Die Athletics haben hier natürlich versucht, also die Athletics Organization hat hier versucht, ihres dagegen zu tun. Also es wurde ein Bus organisiert, es sind circa, ich würde mal schätzen, 40, 50 Athletics-Fans auch hier, einige individual angereist. Wir haben ja auch einige Wiener Vereinszugehörige hier herum, keuchen und fleuchen. Allen voran zum Beispiel der Lukas, der hier ja für die ganze Athletics- und Baseball-Austria-TV-Übertragung sorgt. Dickes Danke hier auch an ihn, und sein Team natürlich. Ja, die machen grandiose Arbeit. Wir sind nur die ein bisschen plaudern. Genau, wir sitzen da, trinken Wasser und geben unser Bestes preis. Spätestens morgen müssen wir auf Tee umsteigen, wenn das dann hier kalt und ungemütlich wird. Ja, wir fangen schon an, von links nach rechts zu wippen, um irgendwie unsere Muskelwaren zu halten. Das wird sicher noch ein interessanter Abend heute für uns, oder? Auf jeden Fall. Müssen wir wahrscheinlich ein bisschen enger zusammenrücken später. Also, wundert euch nicht. Gibt es Glühwein schon auf der Spinadelwiese? Ich glaube, da müssen wir für sorgen. Auf jeden Fall. Der Biller ist um die Ecke, da kann man noch schnell einkaufen. So, und zurück zum Spieler. Felix Wilhelm schafft es hier nicht, Martin Liebeseller weiterzubringen. Der Chili macht mit ihm auch wieder kurzen Prozess. Ein Swinging Strikeout auf einen etwas hohen Fastball, würde ich sagen. Martin Gruber kommt ihm hier nach und versucht es besser zu machen. Ja, also das ist natürlich, da sind wir wieder bei dem Thema, wie vorhin auch bei den Wanderers. Vielleicht wäre ein Band auch eine gute Angelegenheit gewesen, aber beide Coaches gehen hier auch noch voll auf die, also trauen ihrer Line-Up das auch noch komplett zu, dort für Hits zu sorgen, was ja auch für das Team spricht. Und ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir hier ein bisschen mehr Small Ball sehen. Ja. So, damit immer noch Runner auf der ersten Base und der Martin Gruber wird jetzt versuchen, das Ganze besser zu machen als der Felix Wilhelm. Ja, ich bin gespannt, ob mit ihm ja vielleicht die Möglichkeit zum Band hier zum ersten zu kommen. Sieht sich aber hier den tiefen Strike an. Martin sicher auch einer der schnellsten hier an Bord der Athletics Lineup. Ja, da hätte man es eigentlich schon mal machen können. Ja, ja, ich hätte es versucht, auch mit einem Runner auf der ersten. Auf jeden Fall. Gerade mit Christoph Hoscher, ich habe letztes Wochenende
ich weiß nicht, ob es der Martin Gruber war, zumindest schon mal im Band Richtung Dritte, und der Christoph Hoscher konnte die nicht verwerten, nicht in Time den Wurf auf die Erste bringen, und der Martin hat da gezeigt, wie schnell er halt unterwegs ist. Aber Martin Gruber, jetzt. Ich glaube, der kann reinfallen. Nein, Centerfielder ist dort. Und auch Martin Divisella dachte hier, der fällt rein. Der hat sich genauso täuschen lassen wie ich hier. Ein starkes Stellungsspiel draußen von Armin Mani. Genau. Also da hat man es wieder gesehen. Wir haben im letzten Inning schon bei Rafi Meier drüber geredet. Wenn man gut steht, kann man diese Bälle noch erreichen. Da hat sich Martin Divisella ein bisschen getäuscht. Der Ball eigentlich ein schöner Line Drive, nicht zu hoch. Fällt eigentlich Richtung Right Center, aber Armin Mani. Ja, der. Wir bekommen eine Analyse hier von unserem Plate-Umpire. Ja, der selber sagt, ja, der Ball. Ja, der hat das Auge, das er natürlich haben muss, und er zeigt halt selber an, der Ball dreht sich noch weiter nach rechts. Der Martin Liebesheller glaubt, dass damit. Martin Liebesheller glaubt, dass er reinfällt, aber Armin Mani. Schnell genug unterwegs, dafür ist er natürlich auch berühmt, berüchtigt, fängt ihn aus der Luft und kann das auch noch auf der ersten machen. Damit Double Play, und das Inning ist wieder zu Ende. Ja, ist natürlich bitter. Ich bin auf der anderen Seite durchaus auch einverstanden mit Martin Liebesellers Entscheidung, hier aggressiv zu sein in diesem knappen Spiel. Auf jeden Fall. Das kostet einfach manchmal solche Plays, ja, kann passieren. Aber in einer anderen Situation kann das wieder das Momentum ändern oder die Runs scoren. Ja. Ja, es tut natürlich auf der einen Seite weh, direkt jetzt mit dem Double Play raus zu sein aus dem Inning. Aber ich sehe es genauso wie du, man muss aggressiv sein, aggressives Base Running machen. Ist diesmal schief gegangen, aber ja, hinterher ist man immer schlauer. Es ist leider so. Nun für die Vienna Wonders, Christoph Hoscher at bat, der Third Baseman, der hier versuchen wird, gleich wieder auf Base zu kommen für die Wonders. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt dem Ryan geht, der im letzten Inning ein bisschen Probleme hatte, den Ball in die Zone zu bringen, und jetzt auch wieder nur eine kurze Unterbrechung hatte. Ja, aber der Ryan hier sehr stark auch in zwischen den Innings vielleicht mal drüber nachzudenken, was gerade passiert ist. Der ist keiner, der sich sehr viel aus dem Konzept und aus der Konzentration bringen lässt. Der setzt sich dahin, der denkt darüber nach, hat auch einen DH. Das heißt, der muss sich nicht irgendwie aufs Schlagen konzentrieren. Das ist ja der große Vorteil daran. Wenn man einen DH hat, der so gut, er ist ein Pitcher, der so gut ist, der lässt sich von so einem Rückschlag einfach in einem Inning die Bälle nicht ganz so gut fliegen, wie sie sollen. Davon lässt er sich nicht zurückhalten und wird hier halt einfach wieder ganz normal seinen Stiefel runterspielen, und zeigt das auch jetzt schon. Also der Christoph Hoscher mit zwei Strikes gegen sich. Ja, und das ist natürlich stark. Ein sehr, sehr starker Curveball hier. Christoph Hoscher läuft Richtung Erste, spekuliert damit, dass der Ball hier noch den Boden berührt hatte, aber der Plate-Umpire David Krawitkowski sagt, nein, der wurde gefangen vom André. Ich habe das hier, wir sitzen relativ nahe dran. Wir spielen jetzt einfach auch mal Schiedsrichter. Ich sage, ja, der André hat den gefangen. Ja, da gebe ich dir recht. So, damit jetzt Benjamin Husti at bat. So, Ball inside. Kein Problem für Benji Husti. So, ich höre gerade von unserer Technikabteilung, dass wir wieder kurz weg waren. Sollten jetzt wieder da sein. Ich hoffe, ihr könnt uns alle wieder gut verfolgen. Es ist nicht wirklich was passiert in der Zwischenzeit. Ein Strikeout von Christoph Hoscher hier. Genau. Ich hoffe, ihr habt alle Strikeout. Ja, ich hoffe, ihr habt alle davor den Diving Catch von Armin Mani im letzten Halbinning gesehen. Aber jetzt in diesem. So, jetzt seid ihr wieder mit dabei. Ein aus und Benjamin Husti at bat mit ein Ball und zwei Strikes. Damit auch schon wieder klar vorne der Ryan. Guter Pitch hier. Schöner Pitch. Outside-Kante. Aber der Umpire hat ihn ein Stück weiter draußen gesehen als wir. Ohne jetzt böse zu sein. Ja, sicher auch. Ah, ja. Ja, das ist natürlich bitter für die Athletics. Martin Gruber macht. Versucht hier alles möglich zu machen. Legt sich hin, ist jetzt sehr dreckig schon, aber kommt nicht ganz zum Ball, und damit wird das wohl als Hit gescored. Wir sehen hier auf die Anzeigetafel der Wonders oder der Spinadelwiese hier rüber.
kriegen wir auf der Stelle das Feedback vom Scorer. Wir sitzen jetzt im Gegensatz zu letzte Woche nicht direkt neben dem Scorer, aber können euch über das Scoreboard sofort sagen, das wurde aus Hit gescored, was die Technik alles möglich macht. Ja, ein Wahnsinn heutzutage. Das Jahr 2017. Fantastisch. So, damit wieder Runner auf der ersten Base für die Vienna Wanderers. Das war auch wirklich ein schöner Schlag von Benjamin Husti. Ja. Martin Gruder gibt da 110%. Kommt leider nur noch mit der Handschuhspitze ran, macht es damit auch unmöglich, dass Steven Johnson, der Shortstop, der hinter ihm gelaufen ist, den Ball noch verwerten kann. Ja, und das ist damit kein Error. So, jetzt Armin Mani mit einem Ball und einem Strike, der hier versuchen wird, den Benjamin Husti auf die nächste Base zu befördern und bestmöglich natürlich sich selbst auch auf Base zu bringen. Das war ein Pick-off-Versuch. Aber das war nur der langsame Pick vom Ryan. Der hat sicher noch einen schnelleren. Das wahrscheinlich, das ist dran, ja. Wahrscheinlich. Da sollte man sich als Runner nicht drauf verlassen, dass das alles war. Ja, und es wird tatsächlich schon etwas dunkel hier. Starker Schlag hier, dürfte aber etwas zu hoch sein. Ja, ja. Kein Problem für David Brandt. Der Runner auf der ersten ist doch zwischen den Bases und geht zurück zur ersten. Kein Tag-Up-Versuch hier. Ja. Ja, schöner Schlagversuch von Armin Mani, schönen Kontakt, aber wir sind zu hoch und damit kein Problem für einen Centerfielder. Aber bisher gefällt mir das wirklich sehr gut, wie die Vienna Wanderers sich hier präsentieren, gerade in der Offense. Man sieht in den Gesichtern, sie sind wirklich komplett drin im Fokus. Sie versuchen ihren Job zu machen und es ist auch kein großer Ärger, wenn es wie jetzt gerade nicht belohnt wird. So, ein ähnlicher Schlag hier. Ah, Dave Brandt, der fällt rein. Dave Brandt kommt ja nicht zu diesem Flugball hin. Damit Runner auf 1 und 2 für die Wanderers. Ja, schöner Schlag von Sevi. Hoch, aber fällt früh genug runter, dass der Centerfielder keine Chance hat. Aus der Wanderers Sicht natürlich früh genug, aber wieder die nächste knifflige Situation. Jetzt mit Chad Lauer, der schlagstarke Amerikaner hier at bat. Der hier versuchen wird, die nächsten Runs zu scoren. Ersten zwei aus. Der Chad schaut sich hier den ersten Curveball mal an von Ryan Rupp. Wird für einen Strike gecallt. Ja, es ist 2-0, Ende des sechsten Innings. Also, wenn die Wanderers es hier nochmal schaffen, den Vorsprung auszubauen, kann das doch schon ein sehr, sehr hoher Druck sein, genau, der auf den Athletik-Schultern hier lastet. Könnte eine kleine Vorentscheidung sein, bevor es ins letzte Drittel des Spiels geht. Ich bin jetzt wirklich gespannt. Der Chat ist natürlich eigentlich dafür. Der hat seinen Job bisher immer gut erledigt und ist dafür bekannt, halt auch schön Opposite Field Schläge zu setzen und schlau und klug in den At-Bats vorzugehen. Aber mit Ryan hat er natürlich einen starken Gegenspieler. Ja, und der wirft ihm jetzt einen Curveball. Ja. Hey, ein langsamer Groundball hier Richtung Martin Livisella. Der schafft es nicht, ihn schnell genug unter Kontrolle zu bringen, um Chad Law hier auf der First Base auszuwerfen. So, es wird als Hit gescored, sehen wir hier. Der Ball war wohl langsam genug, oder? Ja, war langsam genug, aber um jetzt den... Ich glaube, war schwierig für Martin Livisella. Er muss einen weiten Weg machen. Es sah so aus, als wäre der Ball auch noch ein bisschen versprungen für ihn. Hat er Glück, dass, wie du schon sagst, der Ball war langsam, der ist nicht weiter weggesprungen, sonst wäre wahrscheinlich der erste Run schon durchgekommen. Aber jetzt Bases loaded und Andrew Oberthaler at bat. Ja, und der nimmt auch das Selbstvertrauen aus dem letzten at bat oder aus dem letzten at bat hier mit. Auf jeden Fall. Ja, jetzt wieder wichtige Situation für die Wanderers. Die könnten hier jetzt natürlich mit einem Hit direkt weiter vorweg marschieren. Ja, und hinter ihm und direkt vor uns stehend steht auch schon Felix Zimmerle, der natürlich jetzt in dieser Situation unbedingt noch da zur Platte steigen will. Auf jeden Fall. Ja, der Andrew, wie der daherkommt, der sagt da was. Ja, der Andrew, der rechte Blinker, die rechte Hosentasche, schaut raus, das Trikot nicht in der Hose. Ich sag mal, es ist ein, für die Wiener, für die Wanderers, also ein klassischer Obertaler. Das ist ein schwieriges Play. Ja, aber Steven Johnson hier mit dem starken Play, wieder ein sehr, sehr langsamen, im positiven Sinne langsam geschlagener Groundball hier, schwierig zu spielen für Steven Johnson, aber der ist schnell genug, um den Ball hier Richtung Dave Burns zu bringen. Ja, jetzt kommen sie raus, ein super wichtiges Play hier. Ja, extrem wichtig.
Und ja, wir müssen noch mal kurz verschnaufen. Bis gleich. Bis gleich. So, und damit melden wir uns wieder zurück. Die Vienna Wanderers immer noch mit 2:0 in Führung. Jetzt sind wir im 7. Inning, Anfang. Und die Athletics werden wieder versuchen, hier die Runner auf Base zu bekommen und zurückzukommen ins Spiel und ihre ersten Runs anzuschreiben. Bisher gegen Christian Thompson extrem schwierig. Bin gespannt, ob der Christian hier über die ganze Distanz gehen kann oder gehen wird. Ist ja auch nicht mehr der Jüngste, auch wenn er das nicht gerne hört, das darf ich eigentlich gar nicht laut sagen. Entschuldige mich an der Stelle jetzt schon, weil ich weiß, dass er das Spiel sich sicherlich nochmal anschauen wird. Sorry, Chili. Aber das sagt natürlich nichts aus. Der Mann hat Routine. Der kann, glaube ich, auch über 9 Innings gehen. Der will dieses Spiel unbedingt gewinnen und ich glaube, das wird er sich nicht nehmen lassen, wenn er kann. So, und jetzt sind wir auch wieder bei den gefürchteten Schlagmännern der Atlanta Athletics. Als nächstes David Brand, dann Steven Johnson und Dave Burns, die hier wieder alles daran setzen werden, endlich die Pitches von Christian zu verwerten und hier endlich Runs anzuschreiben. Aber bisher wirklich eine wahnsinnig gute Partie von Christian, der mit seinen Pitches und vor allem mit seinen Speedwechseln hier die Batter regelmäßig in Verzweiflung treibt und wieder auf die Bank zurückschickt. Also bisher hat sich die Defense hier schadlos gehalten. Ich bin mal gespannt, wann die Offense der Athletics hier durchstarten kann. So, damit starten wir mit David Brand, der vorhin ganz sicher im Centerfield noch den Ball aus der Luft gefischt hat. Ja, schau mal, der hat sich bei seinen ersten Bats relativ schwer getan gegen den Chili. Oder Chili hat ihn gut gepitcht, wie man das eben sehen will. Ja, gerade die Offspeed-Pitches haben ihm, glaube ich, ziemlich zu schaffen gemacht. Absolut. Ich habe auch letzte Woche noch mit dem Dave Brand gesprochen, der den Chili ja noch nie gefaced hat in einem At-Bat. Er war da recht confident und hat sich richtig darauf gefreut, auch gegen ihn zu schlagen. Ja, frag mich, was er sich jetzt gerade darüber denkt. Ja. Aber ja, ich glaube, das ist natürlich auch schön. Man merkt also die Jungs. Die wollen auch die Competition, sie möchten gegen den Christian spielen, sie möchten gegen ihn schlagen. Das hören wir auch jetzt von Wanderers Seiten immer wieder. Sie möchten die Spiele gegen Christian auch spielen, weil das natürlich vielleicht oder einer der besten Pitcher Österreichs ist. Und ich glaube, das ist immer noch mal ein extra Ansporn. Ja, und jetzt hat er ihn aber gelesen und damit, das ist der erste Hit jetzt für ihn an diesem Tag. Ein super solider Hit hier ins Left Field, jetzt hat er ihn richtig getimed. Und David Brand damit auf der ersten als Leadoff-Runner. Ja, und ein schneller noch dazu. Ja, wollte gerade sagen, das ist natürlich jetzt auch eine Waffe. Steven Johnson hier als zweiten Schlagmann. Bin ich mir sehr relativ sicher, dass kein Band folgen wird. Wie siehst du das? Hat der Steven auch das Potenzial, den Ball zu banden? Und Ich glaube, er wird das durchaus machen, als Teamplayer genug, wenn er das Sign quasi bekommt oder die Anweisung, die taktische bekommt, das hier den Band runterzulegen, aber ich denke mal, jeder Coach, der bei Verstand ist, sozusagen, würde ihn hier schlagen lassen, ja. In dieser Situation. Ja, das ist auch nur der Runner, unter Anführungszeichen, auf der First Base. Ja, und der kann schlagen. Ja, wenn man sich über die Saison jeden zweiten Ball, den er, oder jedes zweite At-Bat, in dem er die Chance bekam, hat im Endeffekt zu einem Hit verwertet. Also die Chance ist eigentlich eine ganz gute, würde ich sagen. Ja, darauf wollte ich auch hinaus, dass es vielleicht etwas vergeben wäre, ihn hier einfach nur ein Sacrifice-Bun legen zu lassen, weil er einfach so ein starker Schlagmann ist. Und so, schwieriges Play hier. Aber das dürfte sich ausgehen, ja. Ein gutes Play von Kurt Baseman, der Wanderers hier. Ja. Kommt knapp, also ein Chopper, der knapp vor ihm aufkommt hier. Hat auch nicht gleich den Ball im Handschuh drinnen. Genau. Aber schafft es ihn aufzuheben. Und Steven Johnson auch nicht langsam, aber dadurch sehr, sehr gutes Play von Christoph Uscher hier, oder? Das war ein sogenanntes Bang-Bang-Play auf der ersten Base. Also wirklich ganz knappe Entscheidung. Also der Christoph Uscher hat Probleme, den Ball richtig zu fielen, aber setzt den Wurf in Time. Ich glaube, die Entscheidung geht auch in Ordnung vom Andy Pichler auf der ersten Base, vom Umpire.
Ja, denke ich auch durchaus. So, jetzt ein Aus und David Burns, der nächste schlagstarke Athletic-Spieler. Ja, und trotzdem das At-Bat von Stephen Johnson nicht ganz unproduktiv, weil wir haben trotzdem mit endlich mal für die Athletics auch einen Runner in Scoring-Position wieder. Auf jeden Fall, ja. Da bin ich gespannt, ob er vielleicht am Ball wieder auf die rechte Seite geschlagen wird. Ja, genau, was ich mir gerade gedacht habe. Ja. Dave Burns spielt lang genug Baseball, um zu wissen, was hier ein Oppo-Hit anrichten würde. Auf der anderen Seite weiß das halt der Chili auch, ja. Genau. Also wir werden ihn pitchen, Inside, hm? Ja. Man hat jetzt auch gerade schon gesehen, sehr tief die Pitches. Ja, aber er geht jetzt auf die Outside-Kante, Chad Lauer. Ach. Ja, Dave Burns etwas zu bald. Dave Brand taggt und bleibt auf der Second Base. Ja. Gute Entscheidung auch, der Wurf war ein sehr, sehr guter hier von Armin Mani. Ja, ja. Da sieht man auch, der Armin Mani ist halt auch nicht irgendjemand im Centerfield. Der ist auch jederzeit imstande, da Base Runner auszuwerfen, auch wenn das so ein schneller Spieler ist wie der David Brand. Da hat er auch alles richtig gemacht. Hat nur den Stil oder angetäuscht, auf die dritte Base gehen zu wollen nach dem Tag-Up. Und ist damit auch wirklich, hat die richtige Entscheidung getroffen. Ja, so der Horst Effertinger versucht hier jetzt nochmal, es etwas besser zu machen als Dave Burns. Ja, okay. Also mit einem Single ins Left Field ist der Run auch drin. Ich mein, auch das würde bei Dave Brand reichen. Genau, ja. Da ist nichts verloren. Trotzdem, glaube ich, der Horst, wenn man seine Schläge von letzter Woche angesehen hat, er war konstant irgendwo im Right Center Field, im Left Right Field, wo auch immer man, wir haben vom Bermuda-Dreieck immer gesprochen, ja. Er hat relativ oft Line Drives dorthin geschlagen. Wenn er das jetzt macht, wäre das die perfekte Situation. Ja, auf jeden Fall. Hat wirklich ab. Ja, und er geht wieder in diese Richtung, aber er ist leider zu kurz. Ja, und damit Stevie Schütz auf der zweiten Base. Fängt den Ball locker aus der Luft. Der Horst kann nicht genug Druck hinter den Ball bringen. Und damit das dritte aus und wieder in den Wechsel. Gut, und es bleibt zum 2:0 für die Wanderers. Ja, Ende des siebten Innings mittlerweile. Viel Zeit bleibt nicht mehr für die Athletics hier, das Spiel auszugleichen oder zu gewinnen. Wir werden sehen, auch wann der Bullpen hier der Athletics aktiviert wird. Es laufen draußen zumindest schon mal Leute umeinander herum. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist Flo Wilhelm hier, der an diesem etwas kälteren Tag heute schon seine Runden zieht und sich warm macht. Und ich denke, nein, der Walter Strasser ist erinnern, er ist mit einem zweiten, wahrscheinlich der Catcher da draußen und macht sich warm. Man wird sehen, wie es dem Ryan Hoop jetzt in diesem Inning geht. Ja, und für ihn jetzt auch schon bereit, um gegen ihn zu schlagen, ist der Felix Zimmerle. Halt wieder auf hier in diesem Meeting. Ich war jetzt vorher auch mal kurz aus der Kommentatorenbox draußen. Das Stadion hier in Wien durchaus voll. Falls irgendwer zusieht und die Möglichkeit hat, hierher zu kommen, macht's unbedingt. Die Stimmung ist auch super in so einem knappen Spiel hier. Die Wanderers als Heimteam ja auch zu meinem Leidwesen knapp vorne. Trotzdem sehr schön zum Ansehen. Es gibt Essen, es gibt Trinken und es gibt einen Hit von Felix Zimmerle durch die linke Seite. Sehr solider Hit hier ins Left Field. Und Felix Zimmerle hier wieder als Lead-Off-Runner auf First Base. Starkes At-Bat. Zweiter Pitch, gut gemacht von ihm. Ja, und Ryan Rupp jetzt mit dem Zeichen hinaus in den Bullpen. Er selbst deutet in den Bullpen, dass sich der Pitcher bitte da draußen warm machen soll, der Flo. Auch interessant zu sehen. Zuerst von ihm das Zeichen ins eigene Dugout und dann direkt in den Bullpen raus. Das heißt, er will da wohl raus. Ja, da muss er jetzt aber wohl noch durch ein paar Better durch, weil der Flo natürlich noch nicht warm ist da draußen. Spannend. Christian Thom sich hier jetzt ins Bett. Ja, und sieht sich dann langsam ein Curveball hier von Ryan Rupp an, ein guter Pitch. Ja, Matti war kurz weg, ich versuche ihn hier auf
auf Stand zu bringen. Draußen im Athletics-Bullpen haben wir Flo Wilhelm, der sich langsam warm läuft. So, die Möglichkeit für ein Double Play. Ein Aus, das zweite dürfte sich nicht ausgehen. Ja, schwierig zu machen da, gerade das Double Play. Der Martin Liebeseller hat ein bisschen zu lange gebraucht, den Ball zu turnen und zum Shortstop zu bringen. Damit nur ein Aus und der Christian Thompson sich jetzt auf der ersten Base und Felix Zimmerle aus an der zweiten Base. Ja, und Ryan Rupp schaut immer wieder raus Richtung Bullpen. Er hat vorher auch das Zeichen gegeben, selbst in dem Bullpen, dass sich Flo hier warm werfen sollte. Okay. Was sagst du? Ist er einfach jetzt im siebten Inning? Tut der Arm, hat der Arm schon ausgedient? Ja, es ist eine lange Saison, es ist kalt, sicher keine einfache Situation hier auch als Pitcher. Das denke ich auch, ja. Und er weiß natürlich auch, dass in seinem Team genug Stärke im Bullpen ist. Er muss hier nicht auf Biegen und Brechen durch die neun Innings durch. Spricht durchaus fürs Team, dass er hier freiwillig den Ball quasi an den Bullpen abgeben will, was man nicht oft von einem Pitcher sieht. Auf jeden Fall. Aber er ist offenbar intelligent genug, um das früh genug preiszugeben. Ja, das ist auch, glaube ich, wichtig, das Signal als Pitcher, dass man auch weiß, okay, ich kann mich verlassen auf die anderen Jungs und man kann die Kraft selbst auch einschätzen. Und jetzt geht es hier weiter mit Georg Stemmer, mit einem Ball und zwei Strikes. Ja, dürfte nicht ganz zufrieden gewesen sein mit dem hohen Strike-Call. Hat hier etwas verdutzt reingeschaut. Und schwingt jetzt auf den gleichen Pitch wie vorher. Ja. Muss er fast nach diesem Strike-Call. Ja, ist schwierig. Ja. Schwieriges Abit. Ich glaube, der Georg, der tut sich bisher noch schwer bei den At-Bats. Hat er ein bisschen Pech bei den Calls. Jetzt gerade, wenn du so einen hohen Strike bekommst, musst du halt auf den auch beim nächsten Pitch, der genauso ist, musst du halt raufgehen. Und das ist natürlich schwierig. So, Christoph Hoscher, der nächste Schlagmann, gleich mit einem Foul-Tipp. So, Facebook hier, Susan Lauer grüßt hier Chad Lauer, sie schaut uns zu. Hi Susan, we hope you're having fun watching us. I think she's having fun with the Wanderers leading 2-0. Ja, sehr schön auch zu sehen, dass da halt die Angehörigen der unser Importspieler natürlich auch zuschauen. Der Chat hat mir auch gesagt, letztes Wochenende in Attenang mussten sie ein bisschen früher aufstehen, da waren sie um 5 Uhr morgens zu ihrer Zeit schon munter, um sich das Spiel im Livestream anzuschauen. Natürlich extrem schön für die Angehörigen und generell diejenigen, die nicht in Attenang dabei sein können, dass man via Livestream zuschauen kann. Ich glaube, das ist eine klasse Sache. So, gleicher Ball wie vorher. Martin Liebeseller wieder mit leichten Schwierigkeiten. Ja, und wir werden sehen, wie das gescored wird. Martin Liebeseller, das ganze Spiel schon, hat etwas Probleme hier mit der rechten Seite des Infields hier in Wien. Vielleicht ist das auch, keine Ahnung, etwas bumpy da draußen. Die Wanderers kennen das Feld auch ein bisschen besser. Das ist der viel besagte Home Team Advantage hier vielleicht, der so stark ist. Das denke ich auch. Ich glaube, der Martin hat jetzt einfach gerade ein bisschen, sagen wir mal, Pech am Anschuh kleben und hat da Probleme, den Ball anständig zu fielen. Kann schon sein, dass es natürlich das Feld ein bisschen uneben ist. Das kann ich als jemand, der hier auch trainiert, auf jeden Fall bestätigen. Aber eigentlich natürlich ein leicht zu verwerten dabei, zumindest für einen Aus. Damit zwei Aus und wieder Läufer auf 1 und 2. Benjamin Husti mit einem Flyball, David Brandt. Der hat ihn. Wow. Ja, langer Weg für Dave Brandt. Ja. Auch hier wieder. Er beendet auch wieder dieses Inning. Hatten wir auch schon vorher mit einem sehr, sehr wichtigen Play. Ja, knappe Sache. Ja, war er vielleicht noch ein Stück zu weit draußen. Dafür, dass der Benji Husti nicht gerade als Powerhitter bekannt ist. Aber trotzdem macht David Brandt das Play. Wie weit er kommt. So, wir verabschieden uns nochmal ganz kurz.
immer Teebeutel in jedem Rucksack, den ich besitze. Ich halt eigentlich immer ständig. So, man hat es jetzt im Hintergrund wahrscheinlich gehört. Wir graben schon in unseren Taschen nach Teebeuteln und bereiten uns auf die späteren, kälteren Stunden vor. Wir sind ja nicht mehr die Jüngsten. Da muss man schon auf die Gesundheit achten. Ja, und das Spiel trägt trotzdem auch dazu bei, dass einem nicht kalt wird. Also es sind ja die Weichen sind quasi gesetzt, dass wir den Tee nicht brauchen würden. Ja, jetzt wird spannend, die letzten Innings. Achtes Inning sind wir jetzt. Der Christian ist immer noch am Mount. Wie ich schon vorher gesagt habe, der Mann ist natürlich heiß, der will hier am liebsten mit dem Strikeout das Spiel am Ende beenden. Also ich bin mal gespannt, ob er wirklich über die ganze Distanz geht oder ob im neunten Inning noch mal jemand anderes ihn ablöst. Aber bisher schaut es auch sehr gut aus, was er da natürlich am Mount anstellt. Ich denke auch, dass es keinen Grund gibt und man wird ja doch auch versuchen, den Chili hier möglichst auszunutzen, wenn man an die nächsten Spiele denkt. Ja. Ja, das nächste Spiel wird er wohl nicht werfen, wahrscheinlich auch nicht morgen. Ja. Ich meine, ich würde ihm sogar zutrauen, aber es wäre halt einfach absolut nicht gesund. Ja, auf jeden Fall. Aber wir werden es die Wanderers anlegen, dass dieses Spiel ein Pflichtspiel ist mit Spiel 3 für sie, ist wahrscheinlich ganz klar. Ja, ich glaube, wenn es gut geht, dann werden sie hier das Spiel bis zum Ende den Christian drauf haben. Und dann wird es schon schwierig, weil du theoretisch mit dem Christoph Warners, der letztes Wochenende das erste Spiel gestartet hat, und dem Max Wenger Oehn, der das zweite Spiel gestartet hat, hast du eigentlich zwei Pitcher, die gut performt haben. Wobei der Max Wenger auf jeden Fall die Athletics Offense besser im Griff hatte. Ich weiß nicht, vielleicht bekommt der Max den Ball im zweiten Spiel und startet. Könnte ich mir schon vorstellen, dass der Christoph Warners dann für den Sonntag vorgesehen ist. Aber schauen wir mal, was passiert. Wir sind gespannt. In der Zwischenzeit ist Raffi Meyer hier im Bett und sieht sich einen Fastball an, der etwas zu weit von der Platte herunten ist, auf der Outside-Kante. Ja, gut von ihm mit zwei Strikes gegen sich, trotzdem nicht auf so einen Ball einzugehen, da kann er eh nichts mit anfangen. Aber es ist auch extrem wichtig, gerade die jungen Spieler, dass sie da schon so sicher an der Platte sind und sich so sicher fühlen, dass sie so einen knappen Ball auch durchgehen lassen. Ja, etwas zu bald hier mit dem Schwung. Wir haben in der Zwischenzeit kurz seine Stats eingeblendet gesehen, der Raffi mit einem geradeaus 300er Schnitt in den Playoffs. 3,44 während der Regular Season, ja, also Wahnsinn. Ist konstant durch die ganze Saison. Ja, auch wirklich für so einen jungen Spieler ganz stark, ganz starke Leistung. Ich glaube, das ist eine super Saison, die der Raffi gespielt hat. Ja, und das dürfte ein Jake Swing hier werden. Ja, und der Ossi Schaff da unten, wir sehen nicht ganz hin, aber dürfte auf keinen Schwung entschieden haben. Raffi Meyer bleibt stehen, bekommt noch eine Chance. Auf jeden Fall, knappe Entscheidung, aber ich glaube richtig, ja. Aus meiner Sicht. Gehe ich auch. Bin ich deiner Meinung, das geht in Ordnung. So, hier wieder viel zu spät. Aber der Raffi zeigt ja schon, dass er kein leichtes Spiel gegen ihn wird. Und gibt da alles bei dem At-Bat. Ja, und hier wieder der Chili setzt hauptsächlich auf Speedwechsel. Das war jetzt wieder ein sehr, sehr schneller Fastball. Zuvor dürfte das ein Offspeed gewesen sein und auch hier der Raffi. Gut, der Plate Umpire hier entscheidet selbst auf einen Schwung. Raffi Meyer bleibt stehen, weiß nicht ganz, was los ist, wird getaggt und ist aus. Das erste Aus hier mit gegen die Athletics und André Gruber kommt und versucht hier sein Rezept gegen Chili zu finden. Ja, auf jeden Fall, der André Gruber. Ist jetzt auch extrem wichtig, dass Adnan wieder Runner auf die Base bekommt. Aber es ist natürlich leichter gesagt als getan. Das haben wir in den letzten 8 Innings schon erlebt. Und nochmal der Aufruf. Schreibt uns unter den Facebook-Livestream eure Frage, eure Anmerkung und wir gehen gerne darauf ein. Wir freuen uns darauf und ja, immer her damit. Ja, und die zwei, die sich da jetzt gegenüberstehen, die kennen sich auch schon eine ganze Weile. Die dürften ungefähr gleichzeitig wahrscheinlich zu Baseballspielen begonnen haben. Und das war vor langer, langer Zeit. Ja, zwei Urgesteine des Baseballs in Österreich. Ja, man sieht ja auch, André timet den Chili relativ gut im Vergleich zu den anderen Leuten. War hier mit, auch wenn es ein Foulball war, vom Timing her perfekt an diesem Pitch dran. So, 2-2 der Count. Ja, und sieht sich hier den Curveball an der Outside-Kante an, ist nicht ganz zufrieden mit diesem Call.
André Gruber geht hier etwas kopfschüttelnd von der Platte weg. Nichtsdestotrotz das zweite Aus gegen die Athletics. André Gruber gibt da noch ein paar nette Worte an den Schiedsrichter weiter, aber anscheinend alles nette Worte, denn sonst hätte der David sicherlich das Gespräch gesucht. Ja, wir haben auch letzte Woche schon darüber gesprochen, Andrea durchaus ein impulsiver Spieler. Aber das braucht immer ganz kurz, diese 10 Sekunden, wenn er weggeht. Das macht er auch mehr für sich selbst als gegen irgendeinen Schiedsrichter. Da muss er sich raus ärgern. Ja, das braucht man auch. Man sieht auch, er zieht sich jetzt schon wieder die Catcher's Gear an und ist super konzentriert. So, André Gruber mit einem, Martin Libisella mit einem Chopper. Aber und das dritte aus, damit nur mehr eine Chance hier für die Athletics, den 2:0 Rückstand aufzuholen und die Wanderers mit zwei Chancen diesen auszubauen. Ja, Wahnsinn. Also das ging wieder super schnell, ganz klassisch, der Chili Amount. Drei aus, Feierabend, hat gefühlt 3 Minuten gedauert und dann gehen die Wanderers schon wieder in die Offense. So, aber der Ryan ist immer noch auf dem Mount, also noch kein Pitcherwechsel. Ja, vielleicht habe ich mich vorher auch getäuscht, aber es hat wirklich so ausgesehen, als würde er Richtung Bullpen hier deuten. Gut, wir haben jetzt einen Wechsel mitbekommen am Rande durch den Schiedsrichter, dass David Wolfmeier hier für Martin Libisella reingeht. Halte ich für einen durchaus klugen Zug hier des Coaches. Nicht, weil Martin Libisella irgendwie schlecht performt hat oder sowas, aber er merkt natürlich auch, Steve Burns merkt, dass Martin Libisella im Kopf vielleicht diese letzten schweren Plays drinnen hat und gibt dir David Wolfmeier den Ball. Ich glaube, das ist die richtige Entscheidung, einfach nur. Der Martin kann sich jetzt auf die Bank setzen, kann das einfach kurz sacken lassen, ist dann fürs zweite Spiel wieder vielleicht einfach vom Kopf wieder frei. Der David Wolfmeier bekommt hier die Chance und ist ja auch eine sichere Bank auf der zweiten Base. Und wenn du solche Leute auf der Bank hast, warum sollst du sie dann nicht einsetzen? So ist es. Die Bank der Athletics ja durchaus tief für alle Positionen. Alle Positionen sind mehrfach besetzt. Wir haben ja auch Steven Johnson bei Weitem nicht die ganze Saison hier als Shortstop gesehen. Immer wieder auch David Wolfmeier, der gerade auf der Second Base steht. Mit Christoph Forstner hier auch jemand, der super Shortstop spielen kann. Jetzt während den Playoffs aber immer wieder Steven Johnson. Also hier dürfte David Burns das Vertrauen voll und ganz in ihn setzen. Hat er auch bisher voll und ganz zurückgezahlt. So, jetzt Armin Mani at bat, der Centerfielder der Vienna Wanderers, kommt den ersten Strike. Und Curveball zum zweiten Strike. Ja, Ryan Rupp scheint sich ja trotzdem wohlzufühlen oben. Der ist super confident, man sieht es ja auch an der Körpersprache. Aber muss jetzt hier einen Hit nehmen. Sehr, sehr schöner Hit hier. Ja. Schön einfach rechte Seite. Bringt den Ball ins Right Field. Klarer Base Hit, aber Raffi Meier ja, direkt hinterm Ball. Damit Single für Armin Mani. Und das ist jetzt bin ich gespannt, ob vielleicht jetzt ein Stealing kommt. Denn der Armin Mani ist natürlich auch schnellste Läufer im Team und könnte sich da selbst und dem ganzen Team natürlich helfen, indem er direkt schon in Scoring Position ist. Ja, haben die Wanderers irgendwas geändert an ihrem Training, an ihren Approaches? Also sie sind offenbar, letzte Woche hatten sie Riesenprobleme. Ryan Rupp hier auch zu sehen, ja, mit dem Shutout letzte Woche gegen die Wanderers. Dieses Mal sind sie wirklich sehr, sehr konstant mit Hits. Ja, geändert im Training wurde gar nichts. Es wurde auch nicht groß der Fokus darauf gesetzt, das nochmal irgendwie genauer nochmal zum Gehen, sondern da war halt einmal die Ansprache vom Hero, wo er klar gemacht hat, dass wo der Ryan letztes Wochenende hingeworfen hat. Ich glaube, wichtig war es für die Wanderers, jetzt einfach die Pitches ein Wochenende schon gesehen zu haben und sich ein bisschen besser darauf einzustellen. Und sie haben bisher in den Playoffs bewiesen, dass sie halt einfach in der Offense gerade gut drauf sind. Und ja, das sieht man heute. Ja, und Severin Schütz hat hier seine Probleme mit den Würfen von Ryan Rupp. Ja, zuerst ein Bunt viel zu hoch, den er aber geschwungen hat. Ja, das war ein Geschenk auf jeden Fall. Ja. Und jetzt den zweiten Strike. Jetzt muss er es nochmal versuchen. Ryan versucht hier nochmal mit einem Home Pitch. 2-2 der Count. Ja, das wäre für den Sevi oder fürs Team der Wanderers das extrem wichtig, jetzt den Ball ins Spiel zu bringen, den Armin auf die nächste Base zu bringen und hier irgendwie weiterzukommen mit den Base Runnern. Aber erstmal in Time.
Gut, und André Gruber nutzte die Gelegenheit und spricht kurz mit Ryan Rupp. Auch das vielleicht ein guter Zug. Was macht er jetzt, André? Ah, er versucht. Er schaut sich das Gras an, ob es schon feucht ist. So, was hat das jetzt für einen Hintergrund? Warte, ich kann es mir nicht erklären. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung. Das habe ich noch nicht gesehen. Der André wird es wissen, der macht das lange genug, um hinter seinen Handlungen hier auch Sinn zu haben. Jetzt sehen wir noch Paul Astl, der aus dem Dugout kommt, der Leihspieler von den Schwarz Tigers. Müssen wir vielleicht nach dem Spiel nochmal hinterfragen, was da uns Infos holen. Das werden wir auf alle Fälle machen. So, dann geht's weiter. 2-2 der Count. Der Severin Schütz, Second Baseman, immer noch at bat. Der Leihspieler von den Schwächert Blue Bats. Ja, man hat gesehen, während der Diskussion zwischen Ryan Rupp und André Gruber hat er hier locker zu den Hip-Hop-Beats getanzt. Also ja, der dürfte relativ relaxed sein, der Mann. Der Sevi, das zeichnet ihn aus. Der wird am liebsten, glaube ich, das ganze Spiel über tanzen. der hat eine lockere Hüfte, das zeigt er auch gerne. So, ja, etwas hoher Pitch jetzt, den er wegfault. Und auch bei euch laufen die Kinder auf die Straßenbahnhaltestelle raus und versuchen, die Bälle zu bekommen. Genau, das hört sich jetzt gefährlicher an, als es ist, aber die Kinder passen natürlich auf und sind instruiert. Und die Straßenbahnfahrer wissen es auch schon. Ja, das ist, glaube ich, auch sinnvoll, dass man das als Verein macht. Das ist vielleicht ein bisschen off-topic, also, aber die Bälle sind ja doch eines der größeren Ausgaben, ja, eine der größeren Ausgaben für die Vereine. Ich weiß nicht, wie in Abnang machen es zum Beispiel. So, ein hoher Popfly zu Ryan Rupp. Und der fängt den zum ersten aus. Ja, kein Problem für damit Ryan, der sich selbst hilft und hier das erste ausmacht. Ja, natürlich sehr schade. Kommt sie wieder der Pop-Up, aber gutes Bad mit Full Count. Hat sich da reingearbeitet. Aber hat nicht gereicht. Man sieht auch, oder man hat im letzten Bad sehr gut gesehen, der Armin Mani auf der ersten Base macht da viel Dampf, setzt den Ryan auch unter Druck und nun Chad Lauer am Schlag. Kommt gleich den ersten Strike. Ja, und der Ryan, der will hier raus, der wirft und wirft, hat nicht mal gewartet hier, bis die Stadionmusik abgeschaltet worden ist. Und wirft jetzt ein Pickoff in den Boden und damit der Runner von der ersten auf der zweiten. Ja, etwas überhastetes Pickoff vielleicht. Ja, sah so aus, genau das, was ich meine. Der Amin macht da Dampf, macht da, setzt den Ryan unter Druck an der ersten Base, fordert ihn da ein bisschen heraus und wird damit letztendlich auch belohnt. Einen schlechten Pickoff, den Dave Burns nicht erreichen kann, und da ist natürlich viel Platz hinter der ersten Base und der Dave muss einen langen Weg machen, um den Ball da wieder einzufischen. So, Foulball vom Chad Lauer, nun zwei Strikes. Trifft sich hier selbst mit dem Schlag, ja, damit automatisch hat Deadball. Ja, und auch hier sind wir in der Core-Line-Up der Wanderers mittendrin mit einem Runner in Scoring Position und einem aus. Also wieder eine gefährliche Situation für Ryan Rupp. Auf jeden Fall. Und mit Chad jetzt halt Bett und danach Andrew Obertal und Felix Zimmerle. Starke Schlag, meine Augen. Und ein super gefährlicher Ball hier zurück zum Ryan Rupp. Der war schnell wieder bei ihm, ja, aber, aber er blockt ihn mit dem Handschuh. Gott sei Dank nichts Gröberes passiert. Ja. Das kann schlimm ausgehen. Aber er blockt ihn, hebt ihn auf, wirft ihn Richtung 1 und macht das zweite aus. Sehr souverän, der Ryan. Ja, Wahnsinn. Schwieriges Play. So ein Comebacker, da schnell genug zu reagieren. Aber wird belohnt. Macht das aus, damit zwei aus und Andrew Obertaler am Schlag. Da sieht man ja auch oft super Zeitlupen irgendwo aus diversen Ligen, aus der MLB, die sehr, sehr wehtun, genau bei solchen Situationen. Ja. Ja, wo der Pitcher behauptet jetzt auch mal den Ball nicht bewusst fängt, sondern mehr als Reaktion. Ja. Passiert eigentlich seltener was dabei, als man glauben würde, oder? Ja, ja. Das ist schon die gefährlichste Situation im Baseballsport, glaube ich. So ein hart geschlagener Comebacker, der direkt den Pitcher trifft, das ist natürlich ganz gefährlich. Und in Amerika, in der Major League, gab es ja schon immer wieder Fälle, wo das ganze Stadion den Atem anhält und hofft, dass es dem Pitcher gut geht. Auch starker Schlag ins Right Field. Na, mit Armin Mani auf dem Weg. Home. Oh, schafft es.
So, und jetzt musste ich kurz durchschnaufen. Ein super schöner Schlag hier von Andrew Obertal ins Redfield, aber Raffi Meyer mit dem starken, mit dem wirklich starken Wurf hier rein. Der Runner wäre auch ausgewiesen auf der Homeplate, aber das Feld hier in Wien hilft zum Heimteam. Ja, der Ball verspringt sich einfach kurz für André Gruber und damit keine Chance auf das Aus. Ja, und das 3:0 für die Wanderers. Ja, der André Gruber ärgert sich auch. Ist damit mit seinem Glied beschäftigt, genau die Stelle wegzutreten. Das ist natürlich wirklich ärgerlich. Also einfach für die Defense-Mannschaft, egal wer da steht. Aber ja, so ist jedes Stadion anders und da kann man nichts dran ändern. Wirklich super Wurf vom Raffi Meyer, aber ja, damit 3:0 für die Vienna Wanderers. Ja, jetzt auch wirklich dem Raffi hier gegönnt. Das wäre sich locker ausgegangen, ein super guter Wurf. Ja, super Wurf. Aber muss man auch sagen, wirklich starker Schlag vom Ende Oberspieler. Ja, völlig direkt richtig. Line Drive, Right Field und kommt durch den Wurf nach Hause auch noch auf die zweite Base. Und jetzt Felix Zimmerle. Ja, Lehrbuch-Hit ins Right Field. Ja. So oft er schon zuvor von uns beiden angesprochen. Die vorige Woche von beiden Teams durchgehend praktiziert eigentlich die Bälle Richtung Right Field rüber. Voll. Das war wirklich bemerkenswert. Lange heute nicht gesehen, Heute wieder etwas mehr Richtung Center und Left Field hier. Ja, nun Felix Zimmerle am Schlag. Das ist wirklich die. Aber. Ja, André Pichler sagt aus. Ja, damit trotzdem wieder ein Punkteverlust für die Athletics. Ja, müssen jetzt im letzten Inning drei Runs reinschlagen, um hier das Spiel weiterführen zu können. Das wird eine schwere Aufgabe. Ja, und die Athletics gehen hier natürlich zusammen. Die wissen, das ist die letzte Chance in diesem Spiel. Die würden natürlich hier mit diesem dritten Spiel, wenn sie das gewinnen würden, ich würde nicht sagen, alles klar machen, aber mit einem Fuß mit einem Fuß im Meisterpokal stehen. Ja, ja. Sagt man das? Na, egal. Sie wissen, was ich meine. Oder ihr wisst es. So, und die Athletics pumpen sich jetzt nochmal gegenseitig und werden die Rally Caps aufsetzen hier. Ja, man sieht auch die Adnan Athletics starten mit ihrem Leadoff-Hitter, mit dem Schlag Nummer 1, mit dem Felix Wilhelm. Also da bin ich mal gespannt, was die Athletics jetzt noch in die Schale werfen können, in die Waagschale. Aber bisher hat sich die Wanderers Defense wirklich von der besten Seite gezeigt. Da eigentlich, wofür sie bekannt sind in Österreich, sie hat einfach sehr starke Defense spielen, kaum Fehler machen. Und das hat sich heute genauso gezeigt. Ja, Martin, du sagst das richtig. Das ist eigentlich die von der Liner-Position her, von den Spielern, die dran sind, die perfekte Situation für die Athletics. Also sie fangen mit dem Nummer 1 Schlagmann an. Felix Wilhelm, Huber Martin und David Brandt nach ihm. Es wird aber ein Run reicht nicht. Ja? Also es wird wahrscheinlich die ganze Line-Up bedürfen, dass hier das Spiel noch gedreht werden kann. Ja. Anschließend hätten ja auch die Wanderers dann noch die Chance nachzuschlagen. Das heißt, es müsste dann auch nochmal verteidigt werden. Aber jetzt müssen sie erstmal den ersten Punkt gegen Chile auch erzielen. Ja? Auch das ist ja ein psychologischer Faktor, wenn man einfach keinen Run nach Hause bekommt gegen einen Pitcher. Auf jeden Fall. Steigert man sich oft. Oder hat man das auch einfach im Kopf und es wird noch schwieriger. Ja, auch der erste Spieler in diesem Spiel. So, damit Christian Tomsig startet mit einem Ball. So, nun haben wir auch schon hier die einsetzende Dunkelheit. Jetzt wird es auch immer schwieriger, den Ball richtig zu sehen und zu lesen. Schauen wir mal, ob das noch eine Rolle spielen wird in den nächsten At-Bats. Ja, ich darf mich im Namen des Teams auch hier kurz entschuldigen für technische Probleme, die wir scheinbar immer wieder haben. Wir haben irgendwie Internetprobleme. Vielleicht liegt es daran, dass so viele Leute hier im Stadion vor Ort sind, die selber rausstreamen nach Facebook. Ja. Ich habe keine Ahnung. Wir versuchen das trotzdem unser Bestes und hoffen, dass ihr das Spiel bestmöglich mitverfolgen könnt. Felix Wilhelm mit zwei Strikes bereits. Und schaut sich hier den dritten an und bekommt recht von David Krawetkowski. Ein knapper Curveball hier. Ja, starker Pitch. Absolut. Gut genommen hier von Felix trotzdem. Und 2:2 im Count damit. Ja, spannend hier. Das Stadion sehr, sehr leise im letzten Inning. Ja, und aus Nummer 1 für die Wanderers und damit der nächste Schritt Richtung Win 1 in dieser Finalserie. Genau, ja. Also der Christian, ich glaube, der will hier nichts, also eh klar, der will nichts anbrennen lassen, der marschiert hier weiter mit seinen Strikeouts.
So, Martin Gruber, at bat, der Third Baseman. Ja, es wurde ja auch im Vorhinein bei den Athletics etwas herumdiskutiert, wie man diese Serie taktisch angehen soll. Es hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, Spiel 3 einen Nummer 3 Starter, zum Beispiel Walter Strasser, starten zu lassen und das Chili-Spiel. So, ein hoher Popflyer hier zum Shortstop, aus Nummer 2 in der Zwischenzeit. Also wurde spekuliert, Walter Strasser vielleicht das Spiel 3 starten zu lassen und sich Ryan Rupp für Spiel 5 aufzuheben. Wurde hier nicht gemacht, aber es ist natürlich auch der Walter, wie wir alle wissen, jemand, der ein Spiel 5 durchaus gewinnen kann. Auf jeden Fall, ja. Aber ja, das werden wir erst im Spiel 5 wissen, ob sich das vielleicht ausgezahlt hätte, den Ryan aufzusparen, aber das sind natürlich immer die Fragen, die Coaches beschäftigen. Ja, eigentlich wissen wir es schon jetzt, wenn das Spiel vorbei ist. Wenn die Wanderers das gewinnen, ist natürlich der Ryan Rupp hier. Mir fällt nur vergeudet ein, wenn man so will. Ja. Hätte man natürlich ihn gern noch in Spiel 5. Auf jeden Aber Fall. Es gibt genug Tiefe hier auch in den Bullpen der Athletics. Eben. Wie du schon gesagt hast, der Walter Strasser ist ja auch kein No-Name. So. Und jetzt aber David Brand mit 2 Strikes gegen sich und 2 Out. Schauen wir mal, ob der Christian das hier. Ja, die Wanderers damit beendet. Einen Strike vom Win weg. Das ist einmal nicht. Versucht mal von der Platte etwas runterzugehen. Der weiß natürlich auch so spät in einem Spiel kann ein David Brand noch immer viel Schaden anrichten. Trotzdem, ein Strike weg vom Sieg des Spiels hier. So, gleicher Pitch wie vorher. Ja. Und damit 2-2. So, schauen wir mal. Jetzt würde ich mal sagen, jetzt kommt ein Breaking Ball. Ich hätte das auch gesagt. Vor allem hat sich mit diesen ganz langsamen Breaking Stuff vom Chili schwer getan. Und das ist der Slider und das ist das Strikeout und damit der Win für die Wanderers, Matti. Huh? Ja. Endlich mal was für dich. Endlich, ja. 2 Spiele lang musste ich hier mich zurückhalten. Ja, damit der erste Sieg für die Vienna Wanderers. Ich glaube, eine ganz klare Angelegenheit. 3-0 gegen die Atlanta Athletics. Christian Tomsich, überragende Leistung. Hat hier die Defense angeführt und sind hier mehr oder weniger über die Athletics rübergefahren. Ja, damit das dritte Spiel beendet. Erster Sieg für die Wanderers und ich glaube, wir freuen uns auf das nächste Spiel. Absolut, ja, es waren vielleicht auch immer wieder, wie wir am Anfang auch angesprochen haben, doch die kleinen Fehler, die dann dieses Spiel entschieden haben. Pitching und Defense-Leistung, schön anzusehen auch, aber hin und wieder einfach kleine Fehler auf Seiten der Athletics und damit auch die drei Runs der Wanderers. Naja, das heißt, wir spielen mal mindestens noch einen weiteren Tag. Genau. Also morgen. Wenn die Wanderers noch ein Spiel gewinnen, spielen wir auch nächste Woche noch. Jetzt geht die Serie zurück nach Attnang. So, und bevor wir da jetzt noch mehr herum analysieren, wo wir ja doch beim nächsten Spiel auch noch etwas Zeit haben, ich habe Hunger. Ja, wir holen uns was zu essen. Wir gehen in die wohlverdiente Pause, schicken euch in den Wartemodus sozusagen, also schaut auch, dass ihr euch streckt. Ich bin mir sicher, dass das Night Game jetzt super spannend wird und wir sagen soweit mal. Auf Wiedersehen.